Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Der Wiener Wahlkampf hat begonnen, wie man auch an dieser etwas martialischen Verhängung des Wiener Rathauses erkennen kann. Es ist eine Wahlauseinandersetzung, die die politische Dynamik in Österreich beeinflussen wird, die auch in ganz Europa verfolgt wird, denn überall ist es so, dass der Takt für das 21. Jahrhundert in den großen Städten vorgegeben wird. Diese Wahlauseinandersetzung verläuft anders als früher, denn der rechtsextreme Vormarsch der FPÖ ist gestoppt, vorläufig, aufgrund der Enthüllungen rund um das Ibiza-Video. Aber natürlich Ausländerfeindlichkeit und nationalistische Demagogie sind deshalb nicht verschwunden. Wie tut sich eine rot-grüne Stadtregierung in einem Land, das türkis-grün regiert wird? Was bleibt von der Tradition des roten Wien, auf die viele stolz sind in dieser Stadt? Das sind alles Fragen, die wir stellen werden dem sozialdemokratischen Bürgermeister Ludwig, der grünen Vizebürgermeisterin Hebein und Spitzenpolitikern von ÖVP, NEOS und FPÖ in einer Sendung, die aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter kommt und bei der Nina Horacek und ich die Fragen stellen werden. Ich begrüße Bürgermeister Michael Ludwig bei uns im Falterstudio. Sie sind seit 2 Jahren Bürgermeister von Wien. Sie waren davor 10 Jahre Wohnbaustadtrat. Sie sind ein sehr mächtiger Mann in der österreichischen Sozialdemokratie. Manche sagen derzeit der mächtigste. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute über die Wahl reden dürfen. Danke für die Einladung. Fangen wir gleich mal mit dem aktuellen Thema an. Wie groß ist die Corona-Gefahr in Wien? Ja, die Corona-Krise umfasst ganz Europa, vor allem die urbanen Räume. Wir sehen das auch in anderen Ländern, dass sich die Zahlen insgesamt steigern. Auch in Wien, so wie in vielen anderen Städten, auch in Österreich. Und als Bürgermeister nehme ich diese Entwicklung sehr ernst. Auf der anderen Seite bin ich stolz, Bürgermeister einer Stadt zu sein, wo es ein sehr stabiles, öffentlich finanziertes Gesundheitswesen gibt. Und die Zahlen der Infizierten, die spitalsauffällig sind, sind relativ stabil, insbesondere die Zahl jener, die auf einer Intensivstation liegen. Und wir haben durch eine sehr umfassende Teststrategie auch Infizierte jetzt gefunden, die keine Symptome haben. Und von daher ist es wichtig, immer deutlich zu machen, um welche Art von Infizierten es sich handelt. Und das ist auch der Grund, dass wir hier die Teststrategie weiter so aufrechterhalten, aber trotzdem auch in Relation setzen zu den tatsächlich Schwersterkrankten. Jetzt mehren sich aber Berichte von Menschen, die tagelang auf ein Testergebnis warten. Was läuft da schief? Also wir testen sehr intensiv, sehr viel, qualitativ, aber auch quantitativ. Das heißt, es kommen die bestehenden Strukturen sehr stark an die Kapazitätsgrenzen heran. Das ist auch der Grund, dass ich derzeit auch ein Personalpaket schnüre für jene Organisationen, die in diesem Bereich tätig sind, um das Personal aufzustocken. Aber richtig ist, dass wir sehr viele Menschen... Von wie vielen Leuten reden wir da bei diesem Paket? Naja, schon um... Wenn ich alles zusammenrechne, werden es schon so an die mindestens 200, 250 Personen sein in der Größenordnung. Jetzt die Schweiz sagt, Wien ist ein Problemgebiet für die Schweiz. Der Bundeskanzler sagt, das ist der Beginn der zweiten Welle. Was passiert, wenn am Wahltag die Ampel in Bezug auf Wien rot ist? Was bedeutet das für die Wahlen? Also ich gehe davon aus, dass wir eine sehr sichere Wahl durchführen können. Wir haben alle Vorbereitungen getroffen für den Wahltag selbst am 11. Oktober. Man kann aber ab heute, also ab 14. September mit Wahlkarte wählen. Wir verbessern auch die Möglichkeiten, dass man direkt in den magistratischen Bezirksämtern wählen kann, im jeweiligen Bezirksamt. Das heißt, man muss gar nicht die Wahlkarte anfordern, ausfüllen und dann in den Briefkasten werfen, sondern man kann mit der Aufforderung, eine Wahlkarte zu holen, das direkt in den Bezirksämtern machen, dort gleich die Stimme abgeben. Das heißt, viele Menschen werden bis zum Wahltag schon
ihre Stimme abgeben. Und am Wahltag selbst. Ist das ein Aufruf sozusagen? Das ist ein Aufruf. Es ist vor allem für jene Menschen, die Sorge haben, dass sich das Virus weiterentwickeln wird, eine gute Möglichkeit, den Zeitpunkt selbst zu wählen, auch den Tag selbst zu wählen. Man hat jetzt einen Monat Zeit und ist nicht auf den Wahltag selbst beschränkt. Aber wir werden sagen, wenn die Ampel rot ist an dem Tag, werden die Wahlen, die Gemeinderatswahlen durchgeführt? Also aus demokratiepolitischen Überlegungen heute ist für wichtig, dass man eine Wahl durchführen kann. Mir könnte es recht sein als Wiener Bürgermeister, wenn man die Wahl weiter verschiebt. Ich bin gewählt und wir müssten auch die Stadtverfassung ändern, weil ja der Termin auch festgelegt ist. Es ist der letztmögliche Termin, der von der Stadtverfassung vorgesehen ist. Also von daher müsste man auch politische Mehrheiten finden, um die Stadtverfassung zu ändern. Aber ich sehe derzeit keine Anzeichen, dass Wien auf Rot geschaltet wird. Kommen wir zum anderen Thema. Sie haben jetzt gesagt, Wien wäre bereit, aus dem Lager Moria 100 Flüchtlingskinder aufzunehmen. Ich habe jetzt nachgesehen im Archiv, am 4. März haben Sie noch gesagt, nein, das wollen Sie nicht. Warum haben Sie am 4. März das gesagt? Und nein, jetzt? Ich vertrete immer dieselbe Meinung, nämlich, dass wir, und das habe ich auch damals schon gesagt, eine Stadt der Solidarität sind, dass es aber nicht möglich ist, der Stadt Wien ohne Zustimmung der Bundesregierung Kinder aus Moria oder sonst wo herzuholen. Das ist jetzt auch so. Und wir sehen, dass die Bundesregierung nicht in der Lage ist, eine solche Entscheidung zu treffen. Mittlerweile haben wir einen Dreiparteienantrag im Wiener Landtag beschlossen, der die Bundesregierung auffordert, diese Möglichkeit zu schaffen. Und von daher liegt der Ball, wenn man so will, bei der Bundesregierung, Solidarität zu üben. Und wenn ich heute einen Brief bekommen habe vom Innenminister, der mich auffordert, stattdessen 100 Kinder aus der Unterbringung in Dreiskirchen in Wien zu übernehmen, dann gehe ich davon aus, dass die Kinder in Dreiskirchen nicht so leben müssen wie in Moria. Wenn das so wäre, dann müsste ich mir ernsthaft Sorgen machen über die Kompetenz des Innenministers, der ja dafür zuständig ist. Schreiben Sie dem Innenminister eine Antwort? Natürlich, ist schon verfasst. Und was steht da drinnen? Genau das, was ich jetzt gesagt habe, dass ich nicht hoffen möchte, dass die Kinder in Dreiskirchen ähnlich schlecht untergebracht sind wie die Kinder in Moria. Und ich halte es für ein echt zynisches Angebot. Und ich verstehe nicht, warum es notwendig ist, wenn man schon eine solche herzlose Politik betreibt, dass man dann noch zynische Briefe ausschickt. Und nachdem es Interviews gibt, schon vom Bundeskanzler über Außenminister, wo man sagt, wozu dient es, außer dass man jetzt FPÖ-Stimmen für die Wien-Wahl lukrieren will, muss ich sagen, dass man nicht nur herzlos, sondern auch zynisch ist. Das, glaube ich, nehmen viele Wienerinnen und Wiener dieser Bundesregierung sehr krumm. Herr Bürgermeister, Wien ist eine Stadt mit einer multikulturellen Realität. Das ist die Wirklichkeit. Jeder zweite Wiener, jede zweite Wienerin hat Migrationshintergrund. Aber viele migrantische Jugendliche fühlen sich ausgeschlossen von den Entscheidungsprozessen und fühlen irgendwie, die Stadt vermittelt ihnen, wir können nicht wirklich dazu. Jetzt haben wir Elisa Erkurt, die Journalistin, die ein Buch über die Schulen und das Bildungswesen geschrieben hat, Generation Haram, gefragt, ob sich eigentlich diese migrantischen Jugendlichen, mit denen sie viel zu tun hat, interessieren für die Wiener Wahlen. Und sie hat uns Folgendes gesagt. Nein. Viele von ihnen haben ja nicht die Staatsbürgerschaft, das ist übrigens auch ein Thema. Wieso können die nicht wählen? Ja, sie sind hier geboren, aufgewachsen, wohnen in Wien. Sie können nicht wählen, weil ihre Eltern vielleicht nicht genug Geld haben für die Staatsbürgerschaft oder nicht das wissen. Dafür werden dann diese Jugendlichen bestraft. Und auf der anderen Seite fühlen sie sich nicht repräsentiert von den Politikerinnen und Politikern, weil die selber keinen Migrationshintergrund haben und ihre Lebenswelt nicht kennen. Und auf der anderen Seite, weil inhaltlich nichts für, also kaum etwas für Migrantinnen und Migranten rausspringt. Aber es geht doch auch um ihr Leben. Richtig, aber dafür muss man quasi angesprochen werden. Man muss das Gefühl haben, dass sich wirklich was ändert mit ihrer Stimme. Und sie sehen nur, dass eine Generation nach der anderen von Migrantinnen in Österreich den Aufstieg nicht schafft. Also es könnte sich was ändern, wenn die Politik sich für diese Jugendlichen engagiert. Was würden migrantische Jugendliche die Spitzenkandidaten fragen? Fragen zu Wohnpolitik, Arbeitsmarktpolitik und Bildungspolitik. Wieso sind für uns nur bestimmte Bezirke vorgesehen? Wieso sind für uns nur bestimmte Jobs vorgesehen? Wir wissen, Migrantinnen arbeiten überproportional oft in schlecht bezahlten Jobs. Und wieso ist die Schule für bürgerliche Kinder ausgelegt und nicht für uns?
Was würden Sie als Wiener Bürgermeister diesen Jugendlichen mit Migrationshintergrund, von denen viele hier geboren sind, aber die nicht wählen dürfen, weil sie keinen österreichischen Pass haben, was würden Sie denen sagen, die das Gefühl haben, die Politik interessiert sich eh nicht für uns? Also die Jugendlichen mit Migrationshintergrund als einheitliche Gruppe gibt es nicht. Und wenn man so wie ich viel in der Stadt unterwegs ist und auch Kontakt hat mit vielen jungen Menschen, wird man sehen, dass das so wie auch bei den anderen Jugendlichen sehr stark ausdifferenziert ist. Man darf nicht übersehen, wir sind eine internationale Stadt, da haben Sie völlig recht. Wir haben 40 internationale Organisationen, 200 Headquarters von internationalen Großkonzernen. Wir haben sehr viele Menschen aus anderen Ländern, die in hochbezahlten Jobs tätig sind. Das gilt auch für ihre Kinder. Und dann gibt es, ja, das ist richtig, auch Zuwandererfamilien, die kombiniert auch mit sozialen Herausforderungen, also wenn sie zum Beispiel auch als Flüchtlinge zu uns kommen, auch einen Unterstützungsbedarf haben. Wir waren immer der Meinung, dass das Erlernen der deutschen Sprache ein wichtiger Schlüssel ist, um am Arbeitsmarkt, aber auch in der Gesellschaft reüssieren zu können. Und es ist in der Integrationsarbeit so, man wird nicht glauben, dass man ein Ziel erreichen wird. Es wird immer wieder eine neue Herausforderung darstellen. Es ist aber auch viel gelungen. Es gibt auch viele, die ihren sozialen Aufstieg gemacht haben. Und weil gesagt worden ist, die jungen Menschen finden sich nicht wieder in den politischen Parteien, weil es da zu wenige Mandatarinnen und Mandatare gibt, die Migrationshintergrund haben. Also für die Sozialdemokratie kann ich das nicht bestätigen. Also wir haben auf allen Ebenen... Außer in der Stadtregierung. Nein, auch das stimmt nicht. Also die Stadträtin Kaup Hasler ist in der DDR geboren. Also kann man durchaus auch sagen, hat Migrationshintergrund. Okay, aber deutscher Migrationshintergrund ist... Ja, aber das ist eine Zuwanderergruppe, die zu den stärksten und größten zählt und im Übrigen auch nicht immer, was die deutsche Sprache betrifft, mit uns korreliert. Ja, aber wird also nicht unbedingt die Identifikation der migrantischen Jugendlichen in Wien fördern? Es gibt niemanden, der in der Stadtregierung ist, der ja, aber migrantischen bitte, Hintergrund nach dem, was man grundsätzlich... Wir haben sechs Personen versteht. In der Stadtregierung, das eine davon hat einen Migrationshintergrund. Wir werden jetzt nicht... In der nächsten Regierung, die Sie ja wahrscheinlich anführen werden oder höchstwahrscheinlich, ist das was, wo Sie sagen, da möchte ich gern darauf achten, dass auch... Ja, achten kann man immer drauf, aber es müssen halt auch die Personen zu dem jeweiligen Thema gut passen, so wie ich mir vorgenommen habe, dass von diesen sechs Personen drei Männer, drei Frauen sind, drei Menschen, die schon in der Politik tätig waren, drei Menschen, die außerhalb der Politik tätig waren. Muss man jetzt sagen, mit sechs Menschen wird man halt nicht alles abdecken können. Jetzt haben wir die Situation in Wien, dass sehr, sehr viele Menschen hier leben, aber nicht wählen dürfen. Es sind in Rudolfsheim 5 Haus, glaube ich, sogar jeder Zweite mittlerweile, der nicht zur Wahl gehen kann. Ist das nicht demokratiepolitisch auch ein großes Problem, dass so viele Leute hier sagen, ihre politischen Repräsentanten nicht wählen können? Ja, Wahlen ist ein wichtiges Element in einer Demokratie, aber nicht das alleinige. Wir haben aber als SPÖ auf Bundesebene Anträge eingebracht im Jahr 2003, dass es auch ein Wahlrecht gibt auf Bezirksvertretungsebene für Drittstaatsangehörige, für EU-Bürger gibt es das ja schon. Also die können ja auf Bezirksebene mitentscheiden. Aber nicht die Bürgermeister nicht. Nicht, das ist richtig. Genauer gesagt nicht die gesetzgebenden Körperschaften, weil ja Wien Bundesland und Gemeinde ist. Und von daher ist überall dort, wo Gesetze zu bestimmen sind, die bisherigen Spielregeln an die Staatsbürgerschaft gebunden. Aber das sind hunderttausende Menschen, die wohnen hier, die arbeiten hier, die zahlen Steuer, aber sie können nicht wählen. Das können ist richtig. Die Bürgermeister nicht wählen. Aber ich habe erst vor wenigen Tagen viele Menschen begrüßt im Festsaal des Wiener Rathauses, Corona bedingt weniger als sonst. Aber das ist vom Coronavirus abhängig gewesen, die österreichische Staatsbürgerschaft übernommen haben und in Wien leben, arbeiten, studieren, was auch immer. Also es gibt ja Menschen, die durchaus bereit sind, die österreichische Staatsbürgerschaft anzunehmen. Das scheitert aber oft auch am Finanziellen. Das kostet doch einige tausend Euro. Wäre das eine Möglichkeit, dass man es einfach günstiger macht oder soll das ja, so also teuer alles, bleiben? Also was solche administrativen Probleme betrifft, sollte man natürlich reduzieren. Das ist überhaupt keine Frage. Aber im Gespräch mit vielen Menschen mit Migrationshintergrund, auch jene, die mich interviewt haben für Zeitungen, die in diesem Bereich besonders tätig sind, stellt sich heraus, dass es nicht primär die finanzielle Hürde ist und auch nicht primär der bürokratische Aufwand, sondern dass es andere Gründe gibt, die meistens auch im ursprünglichen Heimatland liegen, dass man die ursprüngliche Staatsbürgerschaft nicht aufgeben will, aus welchen Gründen auch immer, das verstehe ich auch. Aber man muss sie dann in letzter Konsequenz, solange diese gesetzlichen Bestimmungen existieren, muss man sich dann entscheiden. Wären Sie eigentlich politisch für eine Doppelstaatsbürgerschaft? Ja, begründet, aber nicht generell. Also für die Opernsängerin, aber nicht
weil man in der Türkei das Grundstück erben mag. Das hat nichts mit Opernsängerin und türkischen Gastarbeiter zu tun, sondern es muss einen triftigen Grund geben, warum das so ist, aber nicht generell. Herr Bürgermeister, die SPÖ ist stolz auf die Tradition des Roten Wien, 100 Jahre jetzt, aber immer diese Ideen des Roten Wien haben immer ein bisschen verstaubt gewirkt in der modernen Zeit, der Zeit der Digitalisierung, wodurch über Konkurrenz Modernität gekommen ist. Jetzt gibt es ein Comeback des Staates im Zusammenhang mit Corona. Ist das für Sie ein bisschen ein Aufgreifen von dieser Traditionen des Roten Wien, von denen man längerer Zeit nicht so wahnsinnig viel gehört hat? Ungern, aber doch muss ich Sie in einem Punkt korrigieren, Herr Löw. 100 Jahre Rotes Wien hat es leider deshalb nicht gegeben, weil zwei brutale Faschismen diese Erfolgsgeschichte unterbrochen haben. Da selber auch immer korrigieren, weil ich mache diesen Fehler auch oft. Aber man sollte nie vergessen, was es bedeutet hat, wenn die SPÖ verdrängt worden ist aus Wien. Einer meiner Amtsvorgänger, Seitz, wurde im Rathaus im Februar 1934 aus politischen Gründen verhaftet. Und für mich ist das neue Wien, wie sich die Sozialdemokratie in der Ersten Republik immer selbst genannt hat. Die haben nie vom Roten Wien gesprochen, sondern immer vom Neuen Wien. War das nie verstaubt. Und diese Vision immer zu verbinden mit pragmatischen politischen Entscheidungen ist etwas, was mir sehr sympathisch ist und was ich auch jetzt versuche. Starker öffentlicher Sektor, starker staatlicher Einfluss auf die Wirtschaft ist natürlich immer verbunden mit den Gefahren von Misswirtschaft, von Bremse bei der Innovation. Sehen Sie diese Gefahr jetzt auch, weil es dieses Comeback des Staates gibt, muss man nicht ein bisschen im Hinterkopf haben, ja, aber staatlicher Einfluss auf die Wirtschaft hat oft auch zu einer Sackgasse geführt. Ja, ich bin ja auch nicht für eine Verstaatlichung der gesamten Wirtschaft. Wofür ich eintrete, ist, dass wir die kommunalen Dienstleistungen, die in Wien sehr gut funktionieren, nicht privatisieren. Ihr Koalitionspartner, die Grünen, wollen eine 35-Stunden-Woche für Bedienstete der Stadt Wien bei vollem Lohnausgleich. Ist das was sich im rot-grünen Koalitionsprogramm nach der Wahl finden wird? Sind Sie da dabei? Nee, das wird man erst sehen, ob ich dabei bin. Das wird von den Mehrheitsverhältnissen abhängig sein. Ob es nicht gelingt, anderen Parteien eine Mehrheit jenseits der SPÖ zu schaffen. Okay, aber die anderen Parteien haben ja schon abgewunken. Aber ja, wie schaut es aus? Da bin ich auch immer ein bisschen vorsichtig, weil ich kann mich noch gut erinnern, am Abend der Nationalratswahl, wie ein hochrangiger grüner Funktionär gesagt hat, mit dieser türkisen Schnöseltruppe wird es mit uns keine Regierung geben. Dieser hochrangige grüner Funktionär ist heute der Vizekanzler eben dieser Regierung. Ja, eben, weil Sie das so richtig sagen, bin ich da auch sehr vorsichtig, was diese Aussagen betrifft. Ja oder nein? Arbeitszeitverkürzung wird immer ein Thema sein und ich bin sehr dafür, dass man das gerade auch in der jetzigen Zeit auch andenkt, aber immer noch Maßgabe der wirtschaftlichen Möglichkeiten. Das gilt aber nicht nur für die Stadt Wien, gilt auch für die privaten Unternehmen und ich bin sehr dafür, dass das die Sozialpartner ausverhandeln und dass das nicht politisch festgelegt wird. Und im Übrigen will ich nur darauf verweisen, dass wir erst vor wenigen Wochen ein sehr umfassendes Personalpaket beschlossen haben, Rot-Grün, ein Meilenstein in der Personalentwicklung. Und von daher wundert es mich ein bisschen, dass man einige Wochen, nachdem man dieses Personalpaket geschnürt und beschlossen hat, eine solche umfassende Forderung knapp vor der Wahl stellt. Es wundert mich nicht, aber so wahnsinnig, weil ich das Gefühl habe, Rot-Grün holpert überhaupt schon ein bisschen durch die Gegend. Die Dynamik wirkt jetzt nicht so euphorisch wie zu Beginn. Es wirkt auch nicht so, als wäre das jetzt Ihre absolute Lieblingswunschkoalition. Diese Fragen, wie wird es nach der Wahl weitergehen? Ist das was Sie wieder anstreben? Also wir haben eine sehr gut funktionierende Koalition gelebt. Dass es jetzt Richtung Wahltermin holpert, hängt ein bisschen auch damit zusammen, dass es einen starken Aktionismus mancher Politikerinnen und Politiker gibt, um noch knapp vor dem Wahltermin Dinge umzusetzen. Ich bin da eher dafür. Spielen auf die Frau Vizebürgermeisterin an? Es gibt mehrere Personen, die sich da jetzt in der Öffentlichkeit rühren, aber ich tue das nicht überbewerten. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir gerade jetzt während der Corona-Krise und den wirtschaftlichen Auswirkungen auch am Arbeitsmarkt Stabilität signalisieren. Es geht jetzt weniger um Aktionismus, es geht jetzt vor allem darum, dass wir diese Gesundheitskrise meistern und vor allem auch die Menschen, die vor einer Arbeitslosigkeit stehen,
auch bewahren in dieser Situation. Da haben wir große Herausforderungen und da muss man, glaube ich, mit Augenmaß sich auch anschauen, wie wir das wirtschaftlich nicht nur einige Monate durchhalten, sondern über einen längeren Zeitraum. Die Krise wird uns noch länger begleiten. Aber mit welchem Koalitionspartner wird uns die Krise begleiten? Das ist das, was die Wählerinnen und Wähler interessiert. Also wenn Sie, was von allen Umfragen ausgeht, die Wahlen gewinnen, werden Sie entscheiden, mit wem Sie im Rathaus eine Koalition bilden. Was wollen Sie? Was streben Sie an? Das fragen viele Wählerinnen und Wähler. Also das, was mich am meisten interessiert, ist, wie entscheiden die Wienerinnen und Wiener? Niemand weiß, wie am 11. Oktober oder genauer gesagt einige Tage später, durch die vielen Wahlkarten, die es geben wird, wird das Ergebnis ja erst später feststehen, was die Wienerinnen und Wiener entscheiden. Und für mich sind ja nicht Meinungsumfragen wichtig, ja, sondern was wie das Sie wollen. Streben Sie eine neue Auflage von Rot-Grün an? Eine möglichst starke Sozialdemokratie, weil ich überzeugt bin, dass das der Garant dafür ist, dass wir einen sehr erfolgreichen Weg weitergehen. Wenn jemand Ihnen die Stimme gibt, weil er findet, Rot-Grün hat gut funktioniert, können Sie dieser Person garantieren, dass er nicht nach dem 11. Oktober, am 12. Oktober oder eine Woche später aufwachen wird mit einem Vizebürgermeister Blümel in Wien? Na, ich würde sagen, wenn er nicht SPÖ und Michael Ludwig wählt, kann sein, dass er vielleicht erst recht aufwacht mit einem Bürgermeister Blümel oder mit einer Bürgermeisterin Hebein. Jetzt sind Sie mir aber ausgewichen. Nein, gar nicht. Wir haben gerade vorhin gemeinsam festgestellt, und es war sogar Ihre Terminologie, dass nirgendwann mehr, Sie haben gesagt gelogen, ich würde sagen, vielleicht die Wahrheit relativiert, wird als vor der Wahl. Also von daher würde ich all das, was jetzt vorher angekündigt wird, auch unter dem Gesichtspunkt, was vor der Nationalratswahl alles gesagt worden ist, und es liegt erst wenige Monate hinter uns, dass ich da sehr vorsichtig bin. Also da aber würde Sie ich nicht schließen allzu viel einen Vizebürgermeister Blümel im Rathaus an Ihrer Seite nicht aus? Ich halte es deshalb für nicht sehr wahrscheinlich, weil ich den Eindruck habe, dass sich der Bundesminister Blümel noch nicht wirklich entschieden hat, ob er in der Bundesregierung bleiben möchte. Ja, oder wenn er Vizebürgermeister wird, dann würde er wahrscheinlich. Ja, ich glaube aber, Wien ist so wichtig, dass man sich generell entscheiden muss, was man möchte. Also ob man in der Kommunalpolitik tätig sein würde, in der Bundesregierung. Und wir haben das schon so oft erlebt, dass Bundespolitiker für den Wahlkampf kurz vorbeigeschaut haben und dann wieder in die Bundespolitik entschwirrt sind. Und schauen Sie sich jetzt die Plakate an, die in Wien hängen. Ich frage mich ja, gegen wen kandidiere ich da ja eigentlich? Da gibt es ja fast überhaupt niemanden mehr, der ernsthaft ins Rathaus wechseln möchte. Da sehe ich ja nur Bundesminister, nicht einmal auf einer Liste, irgendwas. Also ich finde, das ist eigentlich unehrlich den Wählerinnen und Wählern gegenüber. Aber man muss dazu sagen, die SPÖ kann ja gerade keinen Bundesminister plakatieren, weil sie keine hat. Nein, ich finde es auch für ehrlich, dass die plakatiert werden, die auch wirklich antreten und bereit sind, eine Funktion in der Stadt zu übernehmen und nicht sagen, okay, ich will vielleicht die Funktion, aber das ist mir zu minder. Also von daher finde ich das eine eigentümliche Einschätzung der Bedeutung der Stadt. Herr Bürgermeister, wenn man Ihnen so zuhört, man hat nicht das Gefühl, dass Ihnen Rot-Grün ein Herzensanliegen ist, wie das bei Ihrem Vorgänger schon der Fall war, der das, diese Weichen in diese Richtung gestellt hat. Na, ich habe Rot-Grün auch als Bürgermeister geführt und es war eine über lange Zeit sehr erfolgreiche und gut funktionierende Zusammenarbeit. Das klang jetzt auch nicht nach großer Liebe, aber wir nehmen es. Große Liebe. Also außer meiner Frau gibt es nicht viel, was ich an großer Liebe empfinde. Zum Abschluss, Herr Bürgermeister, wie schätzen Sie die Trends in Europa ein? Es sind ja die großen Städte immer Trendsetter im 21. Jahrhundert und sind ganz zentral dafür, wie es überhaupt weitergeht, im Land und auch in Europa. Aus Ihrer Sicht, dieser rechtsradikale Ansturm, den es gegeben hat in den letzten Jahren, ist der jetzt am Abklingen, ist der vorbei oder ist das nur eine Momentaufnahme in Österreich, weil wir halt Ibiza gehabt haben und weil die FPÖ so geschwächt ist? Ist das nach wie vor für Sie die entscheidende Frage, wie dieser Ansturm von rechtspopulistischen, rechtsextremen Kräften abgewehrt wird, wie mit dem umgegangen wird auf europäischer Ebene? Es ist nach wie vor eine große Auseinandersetzung mit diesen rechtspopulistischen, rechtsextremen Parteien, die sich ja in unterschiedlicher Art und Weise darstellen. Und das ist ja oft nicht nur auf eine Partei beschränkt, sondern wenn man sich jetzt den Wiener Wahlkampf ansieht, merkt man ja, da gibt es ja einen Dreierwettbewerb zwischen FPÖ und HC Strache. Das war ja noch voraussehbar, aber dass sich die ÖVP da jetzt so einreiht in diesen Wettbewerb, wäre es jetzt grauslicher zu Zuwanderern, das erscheint mir doch sehr auffällig zu sein. Das heißt, es kommt auch die Art des Rechtspopulismus in verschiedenen Masken daher und von daher wird man auch deutlich machen müssen, dass wir eine alternative Politik vorsehen. Herr Bürgermeister, vielen Dank für den Besuch
in der Falter-Redaktion. Und dort, wo Sie jetzt sitzen, wird gleich in wenigen Minuten die Vizebürgermeisterin Ebein Platz nehmen zum nächsten Interview. Sieht man wieder, wie gut wir zusammenarbeiten. Willkommen, Birgit Hebein in der Falter-Redaktion. Birgit Hebein ist Vizebürgermeisterin seit eineinhalb Jahren. 14 Monaten. 14 Monaten, ist gleichzeitig in der Stadtregierung zuständig für Verkehr und Stadtentwicklung, war vor dem Einstieg in die Kommunalpolitik aktiv in verschiedenen NGOs, linken NGOs. Ich möchte Sie zu Beginn fragen, wir haben eine große Diskussion, eine aufwühlende Diskussion rund um das Umgehen in Europa mit der Katastrophe im Flüchtlingslager Moria in Lesbos. In Österreich hat es eine Diskussion gegeben, Flüchtlingskinder aufnehmen. Nicht Wien hat sich dafür entschieden, sollen Flüchtlingskinder aufgenommen werden. Die Bundesregierung ist dagegen, verhindert das. Jetzt sagt die Bundesregierung, es soll Hilfe vor Ort geben, es sollen Zelte hingeschickt werden, auch Ärzte aus dem Bundesheer. Ist das nicht ein Schritt, der in die Richtung geht, dieses Lager, das einfach völlig ungeeignet ist, für das, den Zweck, den das Lager eigentlich hat, das Lager zu erhalten? Ist das etwas, das aus Ihrer Sicht wirklich hilft, diese Krise dort zu meistern? Ist das der richtige Weg? Zunächst einmal vielen Dank für die Einladung. Das, was wir in Moria erleben, und zwar auf europäischem Boden, ist eine humanitäre Katastrophe. Da leben Menschen, Flüchtlinge, jung wie alt, vor allem Kinder im Dreck. Und ich nehme es vor allem Bundeskanzler Kurz übelst, dass er hier der Menschlichkeit im Weg steht. Denn wir haben uns in Wien bereit erklärt, Menschen aufzunehmen. Und ich sage Ihnen auch, warum diese Diskussion jetzt stattfindet, nämlich weil wir Wiener Wahlkampf haben und offensichtlich der türkisen Partei es wichtiger ist, 100 Stimmen von der FPÖ zu lukrieren, als 100 Menschenleben zu retten. So sehe ich das. Welche Möglichkeiten gibt es jetzt auf Bundesebene? Einerseits hat die türkise Partei angekündigt, mit der FPÖ heute einen Antrag zuzustimmen, dass keine Flüchtlinge, keine Kinder aufgenommen werden, wenn wir als Grüne auf Bundesebene den SPÖ- und NEOS-Antrag zustimmen. Und wir wissen es alle, hier gibt es keine Mehrheit im Sinne der Menschlichkeit. Was heißt das konkret? Ja, ich finde, ich habe jetzt die letzten Tage wirklich viel darüber diskutiert, weil das sehr viele Menschen beschäftigt. Ich finde, es ist ganz leicht, hier herinnen zu sitzen, wissend, wir gehen dann zu Hause in unsere Wohnungen und einmal locker flockig sagen, ja, die Zelte sind ja nichts. Die Menschen leben dort im Dreck. Und die Zelte, die 2000 Zelte, die humanitäre Hilfe, die ärztliche Hilfe ist ein Schritt, der vor allem den Menschen vor Ort hilft. Wir wissen auch, dass die griechische Regierung bis vor kurzem jegliche Unterstützung blockiert hat, dass NGOs hier helfen können vor Ort. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass wir dranbleiben müssen, dass wir Menschen aufnehmen können, auch in unserem Land. Und für mich heißt das in erster Linie, den Druck zu erhöhen. Für mich heißt das in erster Linie auch, mit ÖVP-Wähler, Wählerinnen in Dialog zu treten und den Druck zu verstärken. Jetzt, das kann es nicht sein. Jetzt sagen jene, die das verhindern wollen und sagen, das wär ganz schrecklich, wenn Österreich ein paar Flüchtlinge oder Flüchtlingskinder aufnimmt. Das würde bedeuten, dass die Willkommenskultur in Wien zurückkommt. Was ist das überhaupt für ein Begriff? Gibt es eigentlich das? Was, das ist im Diskurs, in der Diskussion plötzlich ein Schimpfwort geworden. Gibt es diese Willkommenskultur? Soll es die geben? Und wollen Sie an einer solchen Willkommenskultur in Wien arbeiten?
Niemand wird uns allen, nämlich Hunderten, Tausenden Menschen, die an den Bahnhöfen geholfen haben, als 2015 die Menschen auf der Flucht angekommen sind, niemanden wird es gelingen, dieses solidarische Gefühl, dieses, wenn es drauf ankommt, halten wir zusammen, wegnehmen können. Niemand wird das schaffen. Also ich halte wenig von diesem Vokabular, Willkommenskultur oder noch Verächtlicheres. Das ist das eine. Und das andere, das zu vergleichen mit 13.000 Menschen, um die geht es jetzt auf europäischem Boden, finde ich unzulässig. Gehen wir ein bisschen in die Vergangenheit. Sie waren ja in Ihrer Vergangenheit sehr aktionistisch auch unterwegs, waren in der Hausbesetzerszene aktiv, haben Deserteure aus dem damaligen Jugoslawienkrieg, die nach Österreich gekommen sind, weil sie nicht kämpfen wollen, unterstützt. Sie haben schon gesagt, Sie waren auch am Westbahnhof sehr aktiv, als die Flüchtlinge im Jahr 2015 angekommen sind, waren dort viele Nächte, haben geholfen, Wohnungen organisiert, Schlafstellen, Möglichkeit, sich zu waschen und so weiter. Jetzt würde ich gerne wissen, wie viel von diesem linken Aktionismus steckt eigentlich noch in Ihnen jetzt als Vizebürgermeisterin? Ich habe meine Grundhaltung nicht geändert und werde sie auch nie ändern. Und meine Grundhaltung ist immer geprägt gewesen, und das ist es nach wie vor, vom Einsatz für Menschenrechte, Menschlichkeit, Gleichberechtigung, Solidarität. Das prägt mich auch heute auch als Vizebürgermeisterin und auch als Stadträtin für Verkehr, Klimaschutz, Bürgerinnenbeteiligung und den gesamten Energiebereich. Warum betone ich das so? Ich bin davon überzeugt, dass wir jetzt zwei Krisen zu meistern haben. Das eine ist die Corona-Krise, aber auch die Klimakrise. Und wenn wir nämlich nichts tun, wird sich Wien, eine der Städte, die am meisten betroffen ist, um mehr als 8 Grad aufheizen. Das heißt, keine Nächte mehr, wo sich's abkühlt, enorme gesundheitliche Probleme und die alten Menschen gehen überhaupt nicht mehr außer Haus. Und dazu gehört, wenn wir als Ziel haben, Wien in die Zukunft zu führen als Klimahauptstadt, wenn wir als Ziel haben, klimaneutrales Wien, hitzeresistentes Wien und auch einen sensiblen Umgang mit Wasser, heißt das letztendlich auch, den öffentlichen Raum zu verteilen. 2 Drittel des öffentlichen Raumes sind besetzt mit fahrenden, stehenden Autos. Und wir leben seit Monaten, seit wir auch die Maria-Hilfer-Straße umgestaltet haben oder Begegnungszonen oder coole Straßen schaffen, dass das Lebensqualität bedeutet für die Wiener und Wienerinnen. Dann bleiben wir gleich beim Verkehr. Wir haben den Christian Kratzer, den Sprecher des Verkehrsclub Österreich, gefragt, wie er 10 Jahre rot-grüne Verkehrspolitik in Wien beurteilt und auch, was geglückt ist und was nicht. Und das wollen wir Ihnen kurz vorspielen. Wie hat sich Wien in 10 Jahren rot-grün verkehrspolitisch verändert? Ja, Wien ist noch mehr eine Öffi-Stadt geworden. Vor allem die 365-Euro-Jahreskarte hat regelrecht eingeschlagen. Die Zahl hat sich hier seit dem Jahr 2010 auf mehr als 850.000 verdoppelt. Wien ist die einzige EU-Stadt, wo es mehr Öffi-Jahresnetzkarten als Pkw gibt. Der Radverkehr hat zugenommen. Wien hat auch etwas verbessert Richtung mehr Fußgängerfreundlichkeit, Stichwort Begegnungszonen, Stichwort Fußgängerzonen. Wo sind die Probleme im Verkehrsbereich? Ein großes Problem in Wien ist der Autopendlerverkehr nach Wien herein. Unter dem leiden die Wienerinnen und Wiener. Abgase, Lärm. Mit jeder neuen Straße im Umland von Wien nimmt auch der Verkehr zu. Da braucht es auf jeden Fall eine deutliche Reduktion. Was sich leider auch nicht verändert hat, ist die ungerechte Platzverteilung. Immerhin die Wienerinnen und Wiener legen 75% ihrer Alltagswege mit Öffis, zu Fuß, mit dem Fahrrad zurück. Das ist 3-mal so viel wie mit dem Auto. Und trotzdem bekommt das Auto den absolut meisten Platz zugestanden. Es gibt viele Straßen, wo selbst die parkenden Autos deutlich mehr Platz haben als die Wienerinnen und Wiener, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind. Was erwarten Sie von der künftigen Wiener Stadtregierung?
Das ganz Zentrale ist, dass wir die Stadt vorbereiten auf die Klimakrise. Und das hat natürlich ganz große Auswirkungen auch auf die Mobilität. Hier müssen wir der platzsparenden Mobilität viel mehr Platz einräumen, denn wir brauchen entlang der Straßen viel mehr Bäume noch, viel mehr Grünräume, weil sonst haben wir auch große soziale Probleme. Gerade für die älteren Menschen wird es in Zukunft sonst immer schwieriger werden, rauszugehen, wenn es heißer Tag ist. Und hier muss sich die Wertigkeit verändern. Und da ist die Frage, ist man bereit, auch der Gesundheit der Menschen mehr Wert zu messen als etwa einem Pkw-Parkplatz? Sind Sie bereit, Pkw-Parkplätze noch mehr zu opfern, damit wir mehr Bäume in der Stadt haben? Selbstverständlich. Ich habe seit Herbst 2370 Bäume gepflanzt, weil ich es so wichtig finde, und zwar im Straßenraum. Ich bin nicht für die Parks zuständig. Und jeder neue Baum, den ich pflanze, wird ausnahmslos mit einer Bewässerungsanlage ausgestattet, damit es nachhaltig ist, damit die Bäume überleben. Da kostet ein Baum mindestens 22.000 Euro und ich stehe dazu. Und wie viele Parkplätze haben Sie da weggenommen für diese Bäume? Naja, wenn es über einige hundert neue Bäume heißt, einige hundert Parkplätze. Und wir haben jetzt auch angekündigt, dass wir 100.000 Bäume pflanzen wollen in den nächsten 5 Jahren. Das heißt 100.000 Parkplätze weniger? Jedes Kind eines. Die Rechnung 1:1 wird nicht ganz aufgehen, ist wahrscheinlich nicht das Entscheidende. Wir haben schätzungsweise 700.000 Stellplätze, zwischen 600.000 und 700.000 Stellplätze in Wien. Und wir wissen, wir müssen handeln. Das heißt, ich gebe Herrn Grazer völlig recht. Das ist eine Frage der Lebensqualität, der Verteilung des öffentlichen Raums. Und wenn ich mir die zukünftige Stadt vorstelle, dann ist es eine Stadt der kleinen und größeren Zentren, wo man unmittelbar in der Umgebung das Wichtigste zum Leben erhält, hier nicht aufs Auto angewiesen ist und ein Großteil der Autos ist unter der Erde. Dass es immer Menschen geben wird, die Autos brauchen, ist unbestritten, das sage ich immer dazu. Aber das ist die Richtung, die wir gehen müssen. Aber ist das nicht merkwürdig, dass das in Österreich, in Wien, in der Diskussion so erscheint, okay, Fahrräder, das ist ein Bobo-Thema, also die eher Begüterten wollen mehr falsch. Platz für Fahrräder und die weniger Begüterten brauchen Autos. Nein. Wie ist es dazu gekommen, dass diese Diskussion so läuft? Das eine ist, man hat die Verkehrspolitik der letzten Jahrzehnte immer aufs Auto ausgerichtet. Erst die letzten Jahre gab es diese Wende, nehme ich hin zum, der Mensch ist im Mittelpunkt. Das ist das eine. Ich weise zurück, dass das Fahrrad ein Bobo-Thema ist. Wir haben jetzt inzwischen 5,4 Millionen Radfahrten allein heuer gemessen, im ersten halben Jahr. Im Juli waren es über 1,2 Millionen Radfahrten. Das heißt, jung wie alt fährt Fahrrad. Das ist im Gegenteil ein sehr niederschwelliges Fortbewegungsmittel, das immer mehr genutzt wird. Das heißt auch, dass wir neben den Pop-up-Radwegen, die wir geschaffen haben aufgrund von Corona, den Lockdown Platz schaffen, damit auch genügend Abstand gehalten werden kann, haben wir jetzt 30 Radwegprogramme, die wir umsetzen. Das halte ich für wichtig. Das ist ein Teil dieser Umverteilung. Über eine andere Fortbewegungsart, der öffentliche Verkehr. Die Grünen wollen, dass die Öffis gratis werden nach der Wahl. Jetzt ist aber eigentlich das 365-Euro-Ticket toll akzeptiert in der Bevölkerung. Ja. Es hat fast jeder. Warum wollen Sie auf dieses Geld verzichten und wer soll das dann zahlen am Ende? Die Frage ist erstens, wer wird es zahlen, wenn wir nichts gegen die Klimakrise tun und auf den Klimakollaps zurasen? Das sind momentan Zahlen. Ich glaube, das beantwortet meine Frage nicht. Nein, mache ich gleich, aber das beantwortet sind Zahlen zwischen 3 und 12 Milliarden, die jetzt geschätzt werden. Das ist das eine. Das zweite ist, wir haben jetzt Covid-19, wir haben eine Wirtschaftskrise, wir haben steigende Arbeitslosigkeit und es gibt viele Menschen,
die jeden Euro umdrehen müssen. Und ja, man vergisst das immer in der Diskussion, fast die Hälfte der Wiener Wienerinnen hat kein Auto im Übrigen. Und je einfacher das Familieneinkommen ist, desto mehr Prozent sind es dann. Und wir haben gesagt, machen wir doch jetzt als Sofortmaßnahme eine Entlastung für ein Jahr. Geben wir die öffentlichen Verkehrsmittel für ein Jahr frei, das entlastet die Menschen. Und Sie glauben, und im nächsten Jahr sagen die Leute dann, danke, Frau Vizebürgermeisterin, dass ich wieder zahlen darf? Und gleichzeitig machen wir was fürs Klima. Wir sind jetzt ganz ehrlich in einer ausgesprochen schwierigen Situation im Augenblick. Wir wissen, wir stecken mitten in Covid, in einer Gesundheitskrise. Wir wissen, allein in den letzten 3 Tagen hat Wien über 750 Neuinfektionen. Und da wird es enorm wichtig sein, hier behutsam auf Experten, Expertinnen zu hören und gut durch die Krise zu kommen und das jetzt nicht zum Wahlkampfthema zu machen. Und wir wissen auch, die Arbeitslosigkeit steigt. Und wir müssen jetzt alles tun, und das tun wir auch in Wien mit den Paketen, die wir gemeinsam in der Koalition schnüren, damit wir jetzt niemanden übersehen. Und dieses gratis 365-Euro-Ticket ist ein Teil davon. Covid-19, die Pandemie, hat die ganze Welt erfasst, hat Millionen Leute sind davon betroffen, bis zu 1 Million möglicherweise umgekommen. Damit trotzdem, es gibt viele Corona-Leugner, gerade auch in Kreisen, die kritisch sind, sich selbst als kritisch verstehen, das, was von der Obrigkeit kommt, nicht gerne hören, nicht akzeptieren wollen. Treffen Sie auch in Ihrem Milieu Corona-Leugner, die sagen, das ist alles nicht so ernst, das ist alles übertrieben? Ich weiß nicht genau, was jetzt mein Milieu ist, weil ich gestern habe ich mit Bauarbeiter geredet auf einer Baustelle. Letzte Woche haben wir einen Räumernplatz eröffnet, wo ich mit den Leuten in Favoriten gesprochen habe. Ja, ich treffe auf die Menschen, die kritisch sind, aber vor allem treffe ich auf Menschen, die eine Orientierung wollen. Das habe ich vor allem erlebt von Eltern, Schulbeginn, wie geht's weiter, die steigenden Zahlen, wird jetzt Wien auf Orange umgestellt, was heißt das für den gesamten Bildungsbereich? Ich glaube tatsächlich, dass es enorm wichtig ist, und ich gehöre zu den Vorsichtigen, weil ich finde, wir sollten alles tun, damit wir einen zweiten Lockdown verhindern, dass man tatsächlich auf die Experten, Expertinnen hört, dass man tatsächlich der Ampel eine Chance gibt. Gut, die Experten sind auch nicht immer einer Meinung. Ja, aber ich vertraue hier sehr auf Rudi Anschober und das Team, das er zusammengestellt hat, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite entwickeln diese ja immer Leitlinien. Und da gilt es echt, wöchentlich, zweiwöchentlich gut zu überlegen, welche Maßnahmen braucht es jetzt auch für Wien. Apropos Anschober, ja, bitte. Warum ist denn der auf Ihrem Wahlplakat? Den kann ich ja gar nicht wählen. Er ist auf dem Wahlplakat, weil wir die Covid-Krise nur gemeinsam schaffen werden. Es wird weder Wien allein schaffen, noch der Bund allein, sondern das schaffen wir gemeinsam. Es ist tatsächlich ein Symbol und ein Zeichen dafür, dass es hier auch übergreifend Kooperation braucht, um gut durch diese Gesundheitskrise zu kommen, gerade angesichts dessen, dass jetzt wieder neueste Untersuchungen am Tisch sind über Langzeitfolgen. Ich habe jetzt, ist aber schon ein paar Tage her, mit einem Zivildiener gesprochen, der positiv getestet worden ist. Im Zuge seiner Arbeit ist das passiert. Und der hat tatsächlich nur immer Atemprobleme. Das heißt, ich glaube wirklich, dass wir dazulernen müssen, bis es eine definitive Impfung gibt. Und ich bin so nicht davon. So weit sind wir noch nicht. Aber die nächste Frage von mir wäre dann, wenn ich dann den Wiener Grünen eine Stimme gebe, wähle ich dann türkis-grün gleich ein bisschen mit? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe das jetzt
schon sehr oft klar gemacht und ich kann es gern noch einmal wiederholen. Ich stehe für Experimente sicher nicht zur Verfügung. Ich habe ganz klar gesagt, bei dieser Wahl geht es darum, weil klar ist, wer Erster wird, das ist die SPÖ, geht es in Richtung Zukunft, Aufbruch mit den Grünen in Richtung Klimahauptstadt und auch Solidarität oder geht es rückwärtsgewandt und die SPÖ entscheidet sich für die ÖVP, wo es wieder um Autobahnen und Asphalt, Privatisierungen und letztendlich Meinungsumfragen statt Menschlichkeit geht. Rein das rechnerisch gesehen bei den Umfragen könnte ja auch der Herr Blümel und der Herr Wiederkehr Sie zur ersten grünen Sie Bürgermeisterin machen. Sie wissen genau, dass der Herr Wiederkehr das auch schon vom Tisch gewischt hat. Vor der Wahl haben die Grünen gesagt, Sie würden nie mit der ÖVP in eine Bundesregierung Sie gehen. Sie reden jetzt mit mir und ich sage, ich stehe für Experimente nicht zur Verfügung und dabei bleibe ich auch. Ihr Ziel ist einen dritten Durchgang für Rot-Grün? Habe ich immer klargestellt. Wer es nicht klargestellt hat, bis dato ist die SPÖ. Frau Vizebürgermeisterin, vielen Dank für den Besuch. Danke Ihnen. Hier in der Falter-Redaktion und an dem Platz, an dem Sie jetzt sitzen, kommt gleich der NEOS-Spitzenkandidat Christoph Wiederkehr in der Abfolge der Interviews, die wir in dieser Sendung führen. Vielen Dank. Vielen Dank. Herzlich willkommen, Christoph Wiederkehr in der Falter-Redaktion. Hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Herr Wiederkehr ist Clubvorsitzender der NEOS seit wie lang? Seit ein bisschen über 2 Jahren mittlerweile. War vor dem Einstieg in die Politik Politikwissenschaftsstudent. Sie haben studiert in Australien, in Großbritannien, habe ich gesehen. Und das, was Sie studiert haben, das erleben Sie jetzt? Das so ungefähr, Sie ja. Jetzt in diesem Wahlkampf. Und die NEOS haben etwas Ungewöhnliches gemacht in dem Wahlkampf. Aus meiner Sicht, Sie haben einen politischen Schwenk vollzogen. Der Wahlkampf ist von NEOS begonnen worden mit der Ansage, man soll schauen, einen Sozialdemokraten als Bürgermeister abzulösen. Jetzt sagen Sie, Sie würden mitmachen bei einer Koalition, falls das nötig ist, unter dem sozialdemokratischen Bürgermeister Ludwig. Ist das ein bisschen eine Distanzierung von dem, was verstanden wurde als neoliberale wirtschaftspolitische Ansichten, die es bei den NEOS gibt, die von den NEOS auch vertreten wurden? Ein bisschen eine Annäherung an die Tradition auch des Roten Wien in Wien? Da muss ich widersprechen. Diese Analyse kann ich nicht teilen, weil ich auch nie angetreten bin, um etwas zu verhindern, sondern es war ursprünglich mal die Idee, einen unabhängigen Bürgermeister als Vision auch zu skizzieren. Einen unabhängigen Bürgermeister, wie es ihn auch in anderen Städten gegeben hat. Und es ist klar, das ist nicht realistisch bei dieser Wahl. Michael Ludwig wird klar Erster sein, nach Umfragen über 40%, und wird sich den Koalitionspartner aussuchen können. Und da war für mich klar, ich möchte in diesem Wahlkampf auch so kommunizieren, dass es verständlich ist, und ich möchte auch ein möglicher Koalitionspartner sein für Michael Ludwig, wenn er sich traut, halt mit uns die Themen, die unseren Anliegen sind, auch zu verbessern und hier auch klar nicht unter jedem Preis, nicht unter jedem Umstand mitzuregieren, aber die prinzipielle Bereitschaft zu zeigen, das ist das, was wir als NEOS seit der Gründung auch sagen, wir wollen mitgestalten. Was wäre anders unter Rot-Grün-NEOS als jetzt unter Rot-Grün? Schauen wir mal, wie die Wahl ausgeht, ob es Rot-Grün-NEOS dafür braucht. Es schaut so aus, dass die Sozialdemokratie klar Erster sein wird und sich den Koalitionspartner aussuchen wird können. Und wenn wir zum Zug kommen, in Koalitionsverhandlungen kommen, ist für uns klar, mit uns gibt es eine starke Kontrolle der Sozialdemokratie, weil die Sozialdemokratie braucht eine Partei, die ihnen ganz genau auf die Finger schaut. Ob es das Krankenhaus Nord ist, das 500 Millionen Euro mehr gekostet hat als ursprünglich geplant, oder die Freundalwirtschaft, die wir tagtäglich erleben, sieht man, es braucht eine starke Kontrolle. Und die letzten Jahre haben wir gezeigt, wir sind die Kontrollpartei in dieser Stadt. Und so etwas braucht es auch in einer Regierung. Und ein Themenfeld in der Regierung, das mir besonders wichtig wäre, ist das Thema Bildung. Bessere Schulen, bessere Kindergärten. Hier geht es um ein Weltbild, um eine Chancengerechtigkeit, nämlich dass jedes Kind unabhängig davon, woher die Eltern
Eltern kommen, wie viel Geld sie haben, auch faire Chancen, gute Chancen haben. Auch auf Bildungsaufstieg, da hat die Sozialdemokratie versagt. Das Versprechen auf Bildungsaufstieg, das wurde gebrochen und das möchte ich erneuern. Aber wie würden Sie dieses Versprechen umsetzen? Also, dass alle Kinder die gleichen Chancen haben können, ist, glaube ich, Allparteienkonsens, am Papier zumindest. Was müsste sich in der Bildungspolitik in Wien konkret ändern und wer wird das zahlen? Es müsste sich vieles sehr grundsätzlich ändern und das schon von Beginn an. Die wichtigste erste Bildungseinrichtung ist der Kindergarten und der wird immer vernachlässigt und politisch auch vergessen. Wir haben in Wien ein Betreuungsverhältnis von einer Pädagogin, einem Pädagogen auf bis zu 25 Kinder. Das ist unmöglich in so einer großen Gruppe. Mit einer Helferin, aber eine Pädagogin, ein Pädagoge. Im Vergleich dazu zum Beispiel Finnland 1:7. Und es ist das, was empfohlen wird, wo wir hinkommen müssen. Und im Kindergarten müssen wir auch schon ansetzen, die Sprachfähigkeit zu verbessern. Und das auch mit muttersprachlichem Unterricht. Das wird noch viel zu wenig gemacht, weil die Defizite, die ein Kind nach dem Kindergarten hat, sind sehr schwer aufzuholen. Vor allem im Wiener, im österreichischen Bildungssystem, das so stark auch ungerecht und ungleich ist und so früh schon eine Trennung vornimmt. Denn wir müssen nach dem Kindergarten auf die Pflichtschulen schauen. Das sind Volksschulen, ist der Förderung auch gibt. Wären das dann zum Beispiel also kleinere Gruppen im Kindergarten, aber deutsch-türkisch oder deutsch-arabisch? Ist das dann bilinguale Kindergärten, die Sie sich vorstellen? Oder wie wird das konkret aussehen? Die werden natürlich trotzdem hauptsächlich Deutsch. Deutsch ist die Amtssprache hier, die auch gelernt werden soll. Aber wir wissen, um Deutsch zu lernen, ist es für Kinder sinnvoll, auch die Muttersprache ordentlich zu beherrschen. Und was auch immer die Muttersprache ist, ob das Türkisch ist oder Französisch, ich möchte nicht urteilen über die Muttersprache. In der Muttersprache ist immer ein Vorteil. Ein Vorteil nämlich auch, Sprachen zu lernen, Emotionalität zu lernen. Und dafür braucht es auch eine stärkere Förderung im muttersprachlichen Unterricht, weil viele Kinder, die in Wien aufwachsen, weder Deutsch können, noch die Muttersprache können. Und das ist das Schlimme daran. Das klingt jetzt recht teuer, was Sie da sagen. Wie wollen Sie das finanzieren? Die Mittel müssen politisch dorthin fließen, weil es uns das wert sein muss. Und wir haben auch hier ein klares Konzept, woher das Geld kommen soll. Man kann in Wien in vielen Bereichen einsparen. Nicht davon zu sprechen, dass Misswirtschaft beim Krankenhaus Nord abgestellt wird, sondern auch ganz konkret, indem wir sinnlose Versorgungsposten in der Politik abschaffen, zum Beispiel nicht amtsführende Stadträte, die pro Jahr über 1 Million Euro kosten, Bezirksvorsteher, Stellvertreter. Wir haben davon 46 in Wien. Wir haben mehr Bezirksvorsteher, Stellvertreter als Schulpsychologen. Und ich möchte lieber in Schulpsychologen investieren als in sinnlose Proporzjobs. Und wir haben da viele weitere Vorschläge, wo man in Wien sinnvoll einsparen kann, um das Geld in die Bildung zu investieren. Und wir wollen hier ein Sonderbudget von zumindest 40 Millionen Euro pro Jahr. Bleiben wir vielleicht kurz noch beim Thema Migration. Wir haben in Wien bei dieser Wahl die Situation, dass sehr viele Wienerinnen und Wiener, die hier leben, die hier Steuer zahlen, nicht wahlberechtigt sind. Die dürfen nicht mitentscheiden über die politische Entwicklung in ihrer Heimat, in ihrer neuen. Wie ist da die Position der NEOS? Sollen diese Menschen, die zum Beispiel 5 Jahre hier leben, auch wählen dürfen? Ich sehe es problematisch, dass immer mehr Menschen in Wien nicht mitbestimmen dürfen. Weil Mitbestimmen bei Wahlen ist auch ein Zeichen der Zugehörigkeit, der demokratischen Teilhabe. Und Wien wächst, aber die Zahl der Menschen, die wählen gehen dürfen, die sinkt. Wir haben weniger Wahlberechtigte als noch vor 5 Jahren in Wien. Und das ist eine sehr dramatische Entwicklung, eine Entfremdung der Stadt mit der Bevölkerung. Und darum möchte ich in einem ersten Schritt allen EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern das Wahlrecht geben, auch auf Landesebene das Wahlrecht geben. Das wäre ein wichtiger erster Schritt und ich möchte darüber hinausgehen, auch die Staatsbürgerschaft, die Doppelstaatsbürgerschaft erleichtern, weil es in Österreich fast nicht mit wenigen Ausnahmen möglich ist, Doppelstaatsbürger zu werden und damit Menschen vor die Entscheidung gestellt werden, die Herkunft aus deren Perspektive zu verleugnen, indem sie die Staatsbürgerschaft abgeben müssen. Aber das möchte ich nicht. Ich möchte, dass die Doppelstaatsbürgerschaft auch erleichtert wird, weil dann noch mehr die österreichische Staatsbürgerschaft annehmen. Die Wiener ÖVP hat jetzt offen lassen mit dem Vorschlag, dass eine Gemeindebauwohnung nur kriegen soll, wer Deutsch beherrscht. Das ist eigentlich eine FPÖ-Forderung, eine langjährige, die jetzt auch von der ÖVP übernommen wurde. Wie sehen Sie so eine Forderung? An der Forderung sieht man, dass die ÖVP die Freiheitlichen kopiert, genau die gleiche rechte Politik macht, ohne Anstand und vor allem unehrlich ist, weil der Vorschlag wurde kommuniziert mit, es wird
der Integration dienlich sein. Genau das Gegenteil ist der Fall. Nämlich, wenn wir im Gemeindebau nur noch Menschen haben, die gut Deutsch können, führt das zu einer Ghettobildung derjenigen, die nicht Deutsch können, in gewissen Vierteln, wo Wohnen günstig ist, in Baracken. Da wird auch wieder es Wohnungen geben, wo 10 oder 15 Menschen auf engstem Raum zusammenschlafen, um es sich leisten zu können. Und damit werden Parallelgesellschaften gebildet, obwohl die ÖVP genau meint, sie möchten Parallelgesellschaften verhindern. Mit diesem Vorschlag werden Parallelgesellschaften geschaffen. Es ist der Integration nicht dienlich und es ist eine rechte Politik ohne Anstand. Die Integrationsministerin Raab sagt, sie möchte kein Österreich, in dem es ein Little Italy gibt oder ein China Down gibt. Würde Sie das sehr schrecken, diese Perspektive? Gar nicht. Aus meiner weltoffenen Perspektive ist es durchaus was Schönes. Nämlich in London zum Beispiel, wer dort Chinatown kennt, da gehen alle Touristen auch gerne hin. Da war ich selber auch schon gerne. So etwas in Wien wäre eine Bereicherung für Wien und keine Gefahr. Und dass man ein Angstszenario zeichnet vor Italienern, die italienische Lokale aufmachen, kann ich nicht nachvollziehen. Da sieht man die rechte Politik der ÖVP. Die ÖVP kopiert die Freiheitlichen und macht ihre Politik mit der Angst. Und das finde ich sehr, sehr unanständig, hier Politik mit der Angst, mit Vorurteilen zu machen. Politik ist da, um Lösungen zu bringen und nicht um Angst zu schüren. Ja, aber die ÖVP ist doch damit offenbar nicht erfolglos, kann man kaum sagen. Bei diesen Wahlen in Wien wird erwartet, dass die ÖVP ihre Stimmen verdoppelt, vielleicht noch mehr während NEOS mehr oder weniger am Stand sich bewegen. Wie erklären Sie das? Wenn das Ziel ist, um jeden Preis freiheitliche Wähler anzusprechen, was man jetzt sieht, und freiheitliche Forderungen kopiert werden, dann orientiert man sich weg vom christlich-sozialen hin zu einer rechten Politik. Ich bin stolz, dass wir uns nicht verbiegen. Ich möchte nicht wie das Fähnchen im Wind nach Umfragen Politik machen, sondern nach Überzeugung. Nach Überzeugung liberale Politik der Mitte machen. Und da sind wir ganz klar in dieser Wahl auch ein Angebot für alle anständig Bürgerlichen, die eine Alternative suchen und vor allem durch diese rechte ÖVP, durch diese Blümel-ÖVP auch enttäuscht sind. Aber heißt es gibt keine Integrationsprobleme in Wien? Also Sie haben ja zum Beispiel den Üppenplatz im Otterkring als einen der Plätze genannt, die Sie besonders gerne mögen. Das ist sehr bunt, das ist sehr vielfältig, multikulturell. Jetzt gibt es aber andere Leute, die sitzen vielleicht im Gemeindebau in der Wohnung und haben das Gefühl, sie fühlen sich da sehr fremd. Gibt es da nicht auch ein Problem, was die Integration betrifft? Oder sehen NEOS das gar nicht in Wien? Bestimmt. Wir haben Integrationsprobleme und die muss man auch benennen. Da darf man nicht wegschauen, wie es Rot-Grün über Jahre hinweg gemacht hat. Was sind das für Probleme? Aber man darf diese Probleme auch nicht größer machen. Wir haben Probleme im Bereich der Integration, wenn Kinder und Jugendliche der zweiten oder dritten Generation noch immer nicht ordentlich Deutsch können und viel weniger Chancen am Arbeitsmarkt haben, dann sind es natürlich Integrationsprobleme, weil zweite, dritte Generation an Jugendlichen hier die gleichen Chancen haben sollen. Und darum hier wieder unser Ansatz, die beste Integrationspolitik ist gute Bildungspolitik. Wir müssen diese Jugendlichen mitnehmen. Und wenn wir solche Jugendliche verlieren und diese dann in Favoriten bei Ausschreitungen dabei sind, dann hat auch die Integrationspolitik versagt. Und dann müssen wir dringend diesen Jugendlichen auch in den Schulen eine Perspektive bieten, damit sie Teil auch von unserer Gesellschaft werden können. Herr Wiederkehr, ich sage vielen Dank für Ihren Besuch bei uns in der Falter-Redaktion. Und auf dem Sessel, auf dem Sie jetzt sitzen, wird gleich Markus Wölbitsch von der ÖVP Wien Platz nehmen. Dankeschön. Sehr gerne. Ich begrüße sehr herzlich Markus Wölbitsch von der Wiener ÖVP. Der vertritt heute im Falterstudio den ÖVP-Spitzenkandidaten Gernot Blümel. Herr Wölbitsch, Sie sind Landesgeschäftsführer der Wiener ÖVP gewesen, sind seit 2018 nicht amtsführender Stadtrat in Wien. Die NEOS fordern, diesen Job zu streichen. Und wir fragen uns auch, was macht man da eigentlich den ganzen Tag? Also
Meine wichtigste Rolle oder auch per Definition wichtigste Rolle ist natürlich die Kontrolle der Wiener Stadtregierung. Und da gab es auch in den letzten Jahren einiges zu tun. Wenn wir uns alleine anschauen, was der Rechnungshofbericht an diesem Wochenende auch wieder hervorgebracht hat und anscheinend auch in den Medien ja jetzt berichtet worden ist, wenn es um das Thema geht, wie zum Beispiel mit Förderungen umgegangen wird, wo zum Beispiel an Flüchtlinge Geld ausgezahlt wird, obwohl diese sich nicht einmal in Österreich aufhalten. Wir haben unterschiedliche Skandale gehabt, wie das Krankenhaus Nord, wo es sehr wichtig ist, dass man auch Einblicke hat in die Unterlagen, in die Dokumente auch der Wiener Stadtregierung. Und ich sehe es als meine wichtigste Aufgabe, hier diese Kontrollfunktionen wahrzunehmen. Wir haben als ÖVP, Sie ja nicht Stadtrat sein. Wir haben als ÖVP, na, in gewisse sozusagen Prozesse kommen Sie ja nur hinein, wenn Sie auch Teil der Wiener Stadtregierung sind. Und Zugang zu gewissen Unterlagen haben Sie nur in dieser Rolle. Wir haben aber als ÖVP auch gesagt, wenn es die Möglichkeit gibt, dass diese Kontrollrechte und auch diese Einblicke gewahrt werden, dann können wir durchaus auch darüber diskutieren. Wir haben es in der Stadt noch immer anders erlebt. Wir haben immer erlebt, dass irgendetwas abgeschafft wurde und gleichzeitig damit auch Oppositionsrechte beschnitten worden sind in dieser Stadt, dass Dinge ausgelagert wurden und wir zum Beispiel jetzt keine Anfragen mehr stellen können, wenn es um ausgelagerte Betriebe der Stadt Wien geht zum Beispiel. Solche Dinge. Und wenn man sich auch ansieht, wie die Stadt Wien und die Stadträte unsere Anfragen beantworten. Wenn, oder lassen Sie mich nur kurz noch sagen, wenn man anschaut, wie die Anfragen beantwortet werden, auch die wir stellen, nämlich kurz oder gar nicht oder mit eigentlich null Inhalt und Information, dann ist jedes Kontrollrecht, das wir in dieser Stadt haben, wichtig. Und wir sind gern darüber bereit zu diskutieren, über Alternativen, wenn die Kontrollrechte erhalten bleiben. Gehen wir vielleicht zum aktuellsten Thema im Moment, zum Thema Corona. Da hat Ihre Partei Wien vorgeworfen oder der Wiener Stadtregierung, die Corona-Situation zu verharmlosen. Was es gibt derzeit, ist ein sehr starker Anstieg in Wien. Was meinen Sie mit verharmlosen? Was läuft da falsch? Na, aus meiner Sicht hat der Gesundheitsstadtrat Hacker die Corona-Krise von Anbeginn nicht ernst genommen. Wie die Bundesregierung die ersten Maßnahmen gesetzt hat, hat er gesagt, naja, das sind Cowboy-Mentalitäten. Und wie die Zahlen in Wien zugenommen haben, das ist ja nicht erst seit jetzt der Fall, sondern ist ja schon eine längere Entwicklung, hat er gesagt, naja, das ist sozusagen das Los der Hauptstadt, das muss so sein, jetzt wird mehr getestet, also gibt es auch mehr Fälle. Und ich finde, bei den wesentlichen Punkten, die aber die Stadt oder das Bundesland in der Hand hätte, hat er zu wenig getan. Wenn ich mir anschaue, zum Beispiel Überwachung von Quarantänemaßnahmen. Es ist natürlich wichtig, dass Menschen, die infiziert sind, in Quarantäne geschickt werden. Wenn dann aber niemand vorbeischaut und kontrolliert, ob diese Menschen auch wirklich dann in Quarantäne bleiben, dann ist diese Maßnahme natürlich wirkungslos. Und ich kenne viele konkrete Geschichten von Menschen, die in Quarantäne waren, wo nicht ein einziges Mal in Wien überprüft wurde, ob sie wirklich dort auch bleiben. Wenn wir uns anschauen, Contact Tracing zum Beispiel, also die Nachverfolgung, wenn jemand infiziert ist, mit wem war er oder sie in Kontakt, dann wissen wir, dass in Wien nur circa ein Drittel der Fälle wirklich lückenlos nachvollzogen werden kann. Das heißt, hier gibt es anscheinend eine Überforderung in der Verwaltung der Stadt Wien und vor allem auch zu wenig Zusammenarbeit, weil wir wissen, die Zusammenarbeit mit der Polizei hat in den letzten Wochen und Monaten, also in den letzten Monaten vor allem zu wenig stattgefunden. Jetzt ist es anscheinend ein bisschen besser geworden. Aber ein Hauptkritikpunkt, den wir immer hatten, ist, warum zum Beispiel bei Überwachung von Quarantänemaßnahmen oder auch beim Contact Tracing so wenig mit der Polizei zusammengearbeitet wird. Und daher sind für mich die Zahlen, die wir jetzt sehen, zu einem großen Teil auch in Wien hausgemacht. Aber sind das nicht Probleme, die es in Wirklichkeit in allen großen Städten gibt? Wir sehen ja jetzt einen Anstieg in Paris, einen Anstieg in Madrid. Also kann man das wirklich Wien vorwerfen? Oder hängt das nicht nur nicht damit zusammen, dass es einfach schwer ist, in einer Großstadt, in einer Millionenstadt, jeden Einzelnen, der in Quarantäne ist, wirklich nachzugehen? Das sind alle überfordert. Und bis jetzt war es eigentlich so, bei allen Spannungen zwischen Wien und der Bundesregierung, eigentlich war der Umgang mit Corona nicht Teil des politischen Disputs. Ändert sich das jetzt? Macht die ÖVP Corona zu einem Wahlkampfthema im Wiener Wahlkampf? Na, wenn wir uns die Linien des Gesundheitsstadtrats anschauen, dann ist das aus meiner Sicht alles andere als ein roter Faden. Weil zuerst hat er gesagt, naja, das, was die Bundesregierung macht am Beginn der Corona-Krise, sind Cowboy-Methoden. Dann hat er zwischendurch die Ärzte und deren Einschätzungen als hysterisch oder Hysterie bezeichnet. Dann hat er gesagt, naja, der Bund, die Maßnahmen sind irgendwie zu streng. So, und jetzt hat er am Freitag gesagt, naja, er kann sich durchaus auch wiederum strengere Maßnahmen vorstellen. Und dann ist er gleich einmal zu einem Fußballspiel gegangen, ohne Mund-Nasen-Schutz. Und das haben wir schon öfters auch bei ihm gesehen. Also er steht oft bei Terminen, Medienterminen teilweise auch und spricht über die Einhaltung von Maßnahmen, aber hält sie selber auch nicht ein. Okay, das also das ist nur ein Teilaspekt. Das ist nur ein Teilaspekt. Aber das Wichtige ist, dass er aus meiner Sicht keine rote Linie hat. Und es gibt andere Bundesländer, so wie Oberösterreich, die haben als Bundesland Maßnahmen ergriffen, weil sie das ja können. Sie haben ja auch die Möglichkeiten. Aber was wären die Maßnahmen für Wien, die Sie jetzt ergreifen würden? Wenn wir schon eine Großstadt sind, und da gebe ich Ihnen recht,
spezielle Herausforderungen haben, dann nehme ich doch jede Hilfe, die ich kriegen kann. Ein anderes sehr aktuelles Thema sind die Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln, das Lager Moria. Es gibt einen Appell der Bischofskonferenz. Es gibt Parteifreunde von Ihnen, Landesräte in Vorarlberg, in Tirol. Es gibt ÖVP-Bürgermeister quer übers Land, die alle sagen, bis hinauf auch zum Bundespräsidenten, wir haben die Kapazität, wir können helfen, holen wir doch zumindest ein paar hundert Kinder, Familien, Mütter mit Kindern nach Österreich. Es passiert nicht, weil die ÖVP es nicht will. Warum verschließt man sich da so? Ich hatte nur eine Aussendung gelesen, dass, glaube ich, auch alle Landeshauptleute der ÖVP den Kurs des Bundeskanzlers unterstützen. Ja, das ist nicht meine Frage. Ich verstehe, dass es auf der einen Seite Menschen gibt, die sagen, wenn sie diese Bilder sehen und auch wenn sie Bilder sehen von anderen Konfliktherden, die wir ja im Moment auf dieser Welt haben, weil Moria ist im Moment im Fokus, aber wir haben viele andere Konfliktherde auch dort in der näheren Region, in Syrien natürlich vor allem weiterhin, dass wenn sie diese Bilder sehen, dass sie sehr schockiert sind und dass sie sagen, hier muss geholfen werden. Und deshalb finde ich auch den Zugang vom Herrn Bundeskanzler vollkommen richtig zu sagen, wir verdoppeln den Auslandskatastrophenfonds und helfen wirklich vor Ort mit Unterkünften, mit Betten, mit Personal, damit es den Menschen dort rasch besser geht. Ich verstehe aber auf der anderen Seite auch, lassen Sie mich nur fertig sagen, auf der anderen Seite auch, dass es Menschen gibt, die sagen, wir haben in Österreich schon sehr viel getan. Wir haben 118.000 Menschen in unserem Land Schutz geboten. Wir haben allein heuer 3.700 Kinder und Jugendliche in unserem Land aufgenommen. Und wir haben auch noch sehr viel zu schultern, das weil das natürlich alles Entwicklungen sind. Asylverfahren. Das ist aber die Integration ist ja nicht abgeschlossen, beziehungsweise, dass die Menschen hier gut ankommen können, ist nicht abgeschlossen. Wenn wir nach Wien schauen, wir haben in Margareten Schulen, wo 90% der Kinder nicht Deutsch als Muttersprache haben. Wir haben eine Situation, dass sich die Zahl der Nichtösterreicher in Wien um 70% erhöht hat. Wir haben sehr viele Flüchtlinge und Ausländer, die in Wien in der Mindestsicherung sind. Was in diesem Wahlkampf besonders auffällt, ist, dass ich Wahlkampfslogans höre und sehe, die ich schon mal gehört habe. Also zum Beispiel Deutsch vor Gemeindebau ist ein klassischer FPÖ-Slogan. Jetzt hat ihn die ÖVP. Wo unterscheidet sich im Thema Integrationspolitik Ihre Partei noch von den Freiheitlichen? Naja, also dass Deutsch eine Bedingung oder ein gewisses Maß an Deutschkenntnis eine Bedingung ist, um eine Sozialwohnung zu beziehen, ist ja nicht sozusagen... Na, bis jetzt hat das die ÖVP nicht gefordert. In Wiener Neustadt gibt es dieses Modell ja zum Beispiel auch bereits, weil immer wieder die Frage ist, wie ist es umsetzbar? Der das dort... Nein, aber deshalb meine ich, aber Sie haben ja gesagt sozusagen... FPÖ. Aber in Wiener Neustadt mit einem... derzeit ÖVP-Bürgermeister, gibt es das dort bereits. Und unser Anspruch ist ja folgender in der Integrationspolitik allgemein. Sie haben in Wien immer das Thema, dass Sie auf der einen Seite linke Parteien haben, wie die NEOS, die SPÖ und die Grünen, die sagen, es gibt in der Integration eigentlich kein Problem. Und auf der anderen Seite haben Sie eine Partei oder eineinhalb Parteien ganz rechts, die sagen, alle sind ein Problem. So, und das erschwert natürlich den Zugang. Und wir haben immer gesagt, ja, es gibt dieses Problem, aber wir bieten auch Lösungen an. Und wenn wir sagen, wir koppeln Integrationsleistungen an Sozialleistungen. Und wenn wir sagen, der Gemeindebau zum Beispiel ist eine Sozialleistung, das ist er ja. Der Gemeindebau ist eine steuerfinanzierte Sozialleistung. Und wenn wir sagen, aber wir haben andere... Die Leute zahlen Steuern, auch wenn sie nicht gut Deutsch können. Sie sozusagen den potenziellen Interessenten an einer Gemeindewohnung, die nicht Deutsch können, die zahlen Steuer, wenn sie ein Achtel Butter kaufen. Also sie wollen, dass Leute, die Steuer zahlen, hier leben, hier arbeiten... einen begrenzten Zugang zu... Nein, gar nicht. Sondern das, was wir verlangen, ist, und B1, also wir haben auch ein Niveau gewählt, das aus meiner Sicht machbar ist, das ist das Niveau auch für die Staatsbürgerschaft. Wir haben gesagt, Menschen, die eine Sozialleistung beziehen, sollen auch Integrationsleistungen erbringen. Das ist in vielen anderen Bereichen ja der Fall, aus unserer Sicht in Wien noch zu wenig. Und wir haben auch gesagt, wenn der Gemeindebau eine Sozialleistung ist, dann kann man auch einfordern, dass die Leute dort auch ein gewisses Maß an Deutsch sprechen. Und wir haben in Wien, das haben wir gesehen, auch in Favoriten, teilweise ein großes Thema mit Ghettobildungen und Parallelgesellschaften. Und wenn wir das aufbrechen wollen, dann ist aus meiner Sicht Deutsch ein wichtiger Schlüssel. Aber bilden sich nicht dann erst recht Ghettos, wenn man nur mit Deutsch an einer Deutschprüfung, keine Ahnung, A1, A2, was immer, eine Gemeindebauwohnung kriegt, dann wohnt man dann dort, wenn man nicht gut Deutsch kann, wo es billig ist. Und aber, dann bilden sich ja richtiges Ghettos. Aber das ist ja genauso unser Punkt. Deshalb sagen wir ja, wir müssen es ja einfordern. Das, was Sie beschreiben, ist ja genau das Problematik, die wir in Wien haben. Wir bieten sehr viele Förderungen an, wir fordern es aber von den Menschen nicht ein. Und deshalb passiert genau das, was Sie sagen. Ist Deutsch für eine Gemeindebewohnung eine Koalitionsbedingung, falls es zu Koalitionsgesprächen mit der SPÖ kommt?
Also was auf jeden Fall Koalitionsbedingung ist, ist ein vernünftigerer Zugang zur Integrations- und Migrationspolitik in dieser Stadt. Und das ist auch unser Anspruch als Türkise, so wie ich es am Anfang auch beschrieben habe, die Probleme klar ansprechen, zugeben, dass es diese Probleme gibt und dann aber auch Lösungen dafür anbieten. Wir haben zum Beispiel Deutschförderklassen einberufen eingeführt, die SPÖ war dagegen. Wir haben stärkere Strafen bei Schulpflichtverletzungen eingeführt, die SPÖ war dagegen. Und wir haben zum Beispiel auch eingeführt, das Kopftuchverbot in den Kindergärten, die SPÖ war dagegen. So, wenn die SPÖ jetzt sagt, dass sie einen, sage ich mal, vernünftigeren Zugang in der und lösungsorientierteren Zugang in der Integrationspolitik einschlägt, ja, das wäre sicher eine Koalitionsbedingung. Wenn ich Ihnen so zuhöre, dann habe ich ein bisschen den Eindruck, dass es ein Wahlkampf, der richtet sich gegen einen Teil der migrantischen Bevölkerung in Österreich, weil sie den Leuten vorwerfen, sie lernen nicht ordentlich Deutsch, sie erinnern sich an ihre Vergangenheit oder an die Teile der eigenen Identität, die nicht österreichisch sind und demonstrieren. Besteht nicht die Gefahr, dass mit dem Kurs, den die ÖVP in Wien jetzt hat, die ÖVP eine Anti-Migranten-Partei wird? Wir haben ja das Internationale, es gibt ja Beispiele. Also in Amerika, die Republikaner sind eine Anti-Migranten-Partei geworden unter Trump. Ist das die Richtung, in die zurzeit die ÖVP geht? Nein, im Gegenteil. Wir sind für all jene Menschen, die sich integrieren wollen, die Deutsch lernen wollen, die aufsteigen wollen, die etwas leisten wollen, die über den Arbeitsmarkt aufsteigen wollen. Und genau solche Menschen brauchen wir auch in unserer Gesellschaft. Und ich gebe selber auch Deutschkurse und ich sehe zum Beispiel wahnsinnig viele Frauen, die total motiviert sind oder auch total motiviert wären und die extrem ehrgeizig lernen. Und ich finde es schade, dass es dort in diesen Communities teilweise gesellschaftliche Hürden gibt, die verhindern, dass diese Frauen aufsteigen können. Und ja, da bin ich für volle Härte. Wenn junge Mädchen nicht einmal bis zum Pflichtschulabschluss in Wien geschickt werden, dann muss man harte Maßnahmen treffen, damit genau das passiert, was Sie nämlich sagen, dass wir Erfolgsmodelle haben, dass wir Menschen haben, die aufsteigen können, die Leistung zeigen und die dann auch es schaffen, in der Gesellschaft ganz nach oben zu kommen. Und das ist uns, glaube ich, gerade als ÖVP wichtig und in unserer DNA, dass man über Leistung, dass man über Einsatz und Engagement auch in der Zivilgesellschaft, in der Stadt, aber auch in Österreich etwas erreichen kann. Und dafür treten wir ein, auch bei der Wien-Wahl. Herr Stadtrat Wellwitz, vielen Dank für den Besuch in der Falter-Redaktion. Und an dem Platz, an dem Sie sitzen, wird jetzt der Vertreter der FPÖ gleich Platz nehmen, der Herr Maximilian Kraus. Wir begrüßen in der Falter-Redaktion Maximilian Kraus. Er ist seit 2018 nichtsamtsführender Stadtrat in Wien, war vorher Landtagsabgeordneter, vertritt heute den Wiener FPÖ-Spitzenkandidaten Dominik Knepp und gilt auch als einer seiner engen Vertrauten. Danke für Ihren Besuch. Danke für die Einladung. Herr Kraus, wir hatten Ibiza, wir hatten blaue Spesenskandale, die sich übertrafen an Skurrilität und auch an Kosten. Die FPÖ hat eine ziemliche Show geliefert in den vergangenen 1,5 Jahren. Warum soll irgendwer noch FPÖ wählen? Nein, ich glaube, es war nicht die FPÖ, die eine Show geliefert hat, sondern es waren wenige Personen oder in erster Linie der ehemalige Obmann, der auf verschiedensten Fronten ein großes Fehlverhalten geliefert hat. Und ich glaube, dass die Menschen mittlerweile gut unterscheiden können zwischen ihm, er hat ja mittlerweile auch eine eigene Liste, mit der er bei dieser Wahl antritt, und der FPÖ, den Funktionären, die heute bei der FPÖ sind, und den Themen, für die FPÖ seit 60 Jahren weitestgehend unverändert steht. Und das sind Themen wie eine restriktive Migrationspolitik, für eine kritische EU-Politik, in Wien für Kritik am rot-grünen Werken der letzten 5 Jahre auf den unterschiedlichsten Ebenen. Und das ist ja auch das, worum es bei dieser Wahl geht. Es geht ja nicht um Verfehlungen der FPÖ oder nur um Corona-Politik, sondern es geht um rot-grüne Kommunalpolitik in Wien und wie die nächsten 5 Jahre in Wien konkret aussehen sollen. Und hier ist die FPÖ das Gegengewicht zu der rot-grünen Politik der letzten 5 Jahre. Man weiß auch, die Schwarzen machen auf Bundesebene mit den Grünen, das heißt, das ist auch keine Alternative. Und die Neos sind da sowieso nicht ganz ernst zu nehmen, sondern wollen ja jetzt auch schon mit der SPÖ koalieren, haben sie gesagt, nachdem sie das früher immer ausgeschlossen haben. Die würden auch mit der ÖVP und mit den Grünen sofort in eine Regierung gehen, wenn sie da irgendwie unterkommen. Und wenn man möchte, das ist eine echte
Kontrolle, eine echte Oppositionspolitik in Wien gibt, dann ist die FPÖ da die einzige Möglichkeit. Auch wenn ich Ihnen natürlich zustimme, dass es Verfehlungen gegeben hat von einzelnen Funktionären. Ich soll einer Partei glauben, dass sie die Kontrollpartei ist, die nicht mal ihre eigenen Parteifinanzen kontrollieren kann? Schauen Sie, all das, worum es da geht, ist jetzt ein Fall der Justiz. Und in der neuen FPÖ, die FPÖ, die sich neu aufgestellt hat, in der Nach-Ibiza-FPÖ, möchte ich sagen, hat es überhaupt keine Form von Skandalen in dieser Form auch nur in irgendeiner Art gegeben. Und darauf lege ich auch größten Wert. Wir haben neu angefangen, wir starten neu durch und wir sind eine neue FPÖ, die mit diesem System nichts mehr zu tun hat. Und ja, wenn wir uns anschauen, welche Verfehlungen es in anderen Parteien gegeben hat, dann werden Sie die auch bei einzelnen Funktionären finden, absolut. Aber wir sind das Gegengewicht zu Rot-Grün in Wien. Wir führen auf Bundesebene eine massive Oppositionspolitik zu dem Corona-Wahnsinn, der seitens der Bundesregierung vollzogen wird. Und da braucht es ein starkes Gegengewicht und darum wird es gehen. Was ist dieser Corona-Wahnsinn? Der Corona-Wahnsinn ist, dass hier ein Überschuss an Maßnahmen gesetzt wird, dass hier unüberlegt agiert wird, dass Dinge versprochen werden, die nicht eingehalten werden. Der Herr Blümel hat gesagt, es wird schnell geholfen werden und es wird genügend geholfen werden. Heute wissen wir, es wurde nicht schnell geholfen, es hat Monate gedauert. In der Folge sind jetzt Unternehmen, zwar wurde mit Stundungen geholfen, die allerdings im Anfang des nächsten Jahres nicht mehr weitergehen werden, wo wir zu einer Pleitewelle kommen werden in Österreich und in Wien. Es wurde nicht genügend geholfen, wo wir jetzt ja schon eine Arbeitslosenmarkt haben, wo versprochen wurde, dass sich im Herbst wieder normalisieren wird, ist überhaupt nicht eingetroffen. Wir haben 1 Million Menschen, die entweder von Arbeitslosigkeit oder von Kurzarbeit betroffen sind. Das heißt, wir haben hier eine Vielzahl an Ankündigungen auf der einen Seite seitens der Bundesregierung, aber sehr wenig Dinge, die auf der anderen Seite umgesetzt wurden. Okay, weil die Wiener ÖVP fordert jetzt Deutsch vor Gemeindebau. Das habe ich noch im Ohr als langjährige FPÖ-Forderung. Schnappen Ihnen jetzt die Türkisen alle Wahlkampfthemen weg? Na, Sie haben völlig recht, die ÖVP versucht das, was sie auch auf Bundesebene natürlich in der Vergangenheit gemacht hat, jetzt im Wien-Wahlkampf zu machen, nämlich unsere Forderungen, die wir in den letzten Wahlkämpfen schon erhoben haben, jetzt zu kopieren. Und wenn Sie sagen, Deutsch vor Wohnung, ja, das haben wir freiheitlich umgesetzt, dort, wo wir es umsetzen können, nämlich in Oberösterreich, wo ein freiheitlicher Wohnbaureferent dafür gesorgt hat, dass Menschen, die eine geförderte Wohnung beziehen wollen, davor einen Deutschtest ablegen müssen und Deutsch sprechen können. Und kommen wir weg von der abstrakten Diskussion, kommen wir zum Praktischen. Wir haben in vielen, vielen Bezirken die Situation, dass im Gemeindebau auf vielen Stiegen überhaupt niemand mehr Deutsch spricht und die wenigen Familien, die noch Deutsch sprechen, kein Wort mehr von ihrem Haus verstehen. Das heißt, reden wir das, worum es geht, nämlich darum, dass in unseren Gemeindebauten auch wieder Deutsch gesprochen wird. Und das ist eine positive Forderung, weil es gibt viele Zuwanderer. Wir haben einen im Gemeinderat, wir sind ja die einzige Partei, die auch einen im Ausland geborenen Abgeordneten hat, die sagen, sie verstehen nicht, warum man in Wien im Gemeindebau, in der Schule, am Pausenhof etc. nicht Deutsch gesprochen wird. Und wenn die ÖVP da versucht, uns nachzumachen, dann sollte Herr Blümel vielleicht ehrlicher sein und sagen, er unterstützt gleich die FPÖ, weil er will ja gar nicht nach Wien kommen, er will ja im Parlament bleiben. Und ich glaube auch, dass die Menschen dieses Spiel durchschauen. Aber gleichzeitig war es ja auch die FPÖ-Regierungsbeteiligung mit der ÖVP, in deren Zeit die Deutschkurse massiv gekürzt wurden. In erster Linie ist unsere alte Forderung, nämlich Deutsch vor Schule, umgesetzt worden. Da hat uns die SPÖ in Wien lange erklärt, das kann man nicht machen, das ist logistisch unmöglich, das wäre dumm, das wäre nicht zielführend. In Wahrheit ist das ein Erfolgskonzept. Ich habe vor kurzem gesprochen mit einem Schüler, selbst serbischer Migrationshintergrund, der gesagt hat, bei ihm in der Schule spricht kaum jemand Deutsch. Aber die Schüler, die aus den Deutschklassen jetzt neu dazukommen, die haben etwas dazugelernt. Und deswegen glaube ich, dass das ein wirklich praktischer Erfolg der FPÖ war, den wir umgesetzt haben, wo die ÖVP mit uns mitgegangen ist. Und das ist auch der Beweis, dass die Dinge, die die FPÖ sagt, nicht Theorie sind, sondern in der Praxis Erfolg haben. Sie fordern, dass Wienerinnen und Wiener, die keinen österreichischen Pass haben, keine Sozialleistungen bekommen. Steht in Ihren Inseraten. Das sind ein Drittel der Bürger. Ist das nicht eine undenkbar unfaire Geschichte? Das sind Leute, die hier arbeiten, hier wohnen, hier Steuern zahlen und die sollen keine Sozialleistungen bekommen, weil sie den falschen Pass haben? Wissen Sie, was unfair ist? Es ist unfair, dass in Wien 60% der Mindestsicherungsbezieher keine österreichische Staatsbürgerschaft haben. Das sind Menschen, die vielfach hier nichts ins Sozialsystem eingezahlt haben, die zugezogen sind, in den geförderten Wohnbau gezogen sind, von Arbeitslosengeld oder in der Folge der Mindestsicherung leben und hier nichts beitragen. Und ich sage, wir müssen differenzieren zwischen den Zuwanderern, die hergekommen sind, fleißig arbeiten, Deutsch gelernt haben und ins System einzahlen. Und wenn sie dann einmal arbeitslos werden, auch natürlich ihren Anspruch auf Versicherungsleistungen haben. Und den Zuwanderern, die hierher gekommen sind und nichts arbeiten, nichts beigetragen haben, und ab dem Tag 1 herausnehmen. Und da kann man das rot-grüne System wählen,
wo auch die ÖVP auf Bundesebene mit den Grünen teilweise mitmacht und sagen, ist völlig egal, woher man kommt. Jeder hat ab dem ersten Tag das gleiche Recht. Unser Zugang ist ein anderer. Wir sagen, wer hier zuzieht, der soll Deutsch lernen, der soll arbeiten, ansonsten soll er wieder gehen und nicht sich in der sozialen Hängematte breit machen. Ja, aber ohne österreichischen Pass keine Sozialleistung. Das ist doch eine Diskriminierung von Hunderttausenden Wienerinnen und Wienern. Also finden Sie es gut, wenn man aus Afghanistan hier zuzieht und dann ab dem Tag 1 Mindestsicherung bezieht? Nein, wir brauchen ein System, das Leistung fördert, wo es Anreize gibt, auch wieder tätig zu werden. Und wir haben in Wien grundsätzlich das Problem, dass Rot-Grün Wien zum Migrationshotspot gemacht wird aufgrund einer falschen Anreizpolitik. Die Hälfte aller Sozialhilfebezieherinnen aus ganz Österreich lebt in Wien und von dieser Hälfte sind 60% nicht Staatsbürger. Und von den anderen 40%, aber die lassen wir sowieso raus, sind extrem viele mit Migrationshintergrund und Sie sehen es auch an den jüngsten Arbeitslosenzahlen. Dort, wo es den massiven Anstieg gibt, da sind die nicht Staatsbürger. Und gerade jetzt in einer Zeit, wo aufgrund von Corona und den Auswirkungen die Ressourcen knapper werden, muss ein Staat zur Möglichkeit kommen, die eigenen Staatsbürger auch zu bevorzugen und die Sozialleistungen ihnen in erster Linie zukommen zu lassen, weil wir sonst in eine generelle Unfinanzierbarkeit kommen. Wir können nicht sagen, wir drucken Geld ohne Ende und teilen es an jeden aus, der die Landesgrenze übertritt. Das müssen ja auch Sie verstehen. Und was heißt, soll das denn konkret bedeuten? Was sollen Leute ohne österreichischen Pass noch kriegen? Also was wird gestrichen? Was darf man noch haben? Wir müssen wieder dorthin kommen. Kindergartenplatz gibt es sowas? Wir müssen dorthin kommen, dass Menschen, die hierher wandern, auch verstehen, dass es darum geht, einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Wenn man ins System eingezahlt hat, dann hat man auch irgendwann das Recht, etwas daraus herauszunehmen. Aber nur hierher zu kommen und ab Tag 1 zu kassieren, das kann ja kein Erfolgsmodell für den Staat sein. Das kann ja nirgends auf der Welt funktionieren. Das heißt, die künstliche Hüfte kriege ich erst als Migrant, wenn ich einen bestimmten Teil an Steuer gezahlt habe? Oder wie kann man sich das konkret vorstellen? Es kann nicht sein, dass man hierher kommt, ab dem Tag 1 alle extrem teuren Behandlungen in Kauf nimmt, wenn sie nicht lebensnotwendig sind, aber gleichzeitig nichts arbeitet und nur Leistungen in Anspruch nimmt. Das kann ja kein Staat auf Dauer finanzieren. Aber Sie wollen einem Drittel der Wienerinnen und Wiener den Zugang zum Sozialsystem verwehren. Wir wollen den Menschen, die hier zugezogen sind und die nichts eingezahlt haben, aber die zahlen ja alle ein. Beschränken. Wer zahlt alle ein? Jeder, 60% der Mindestsicherungsbezieher, die keinen österreichischen Pass haben und nicht Deutsch können, die zahlen ein? Das müssen Sie mir erklären. Wenn Sie ein Kilo Butter kaufen oder ein Kilo Brot kaufen, zahlen Sie Mehrwertsteuer. Ja, und womit kaufen Sie das ein? Mit Sozialhilfe, die von Steuergeldern finanziert wurde. Das können Sie ja nicht ernst meinen, oder? Es gibt genug, die arbeiten und deswegen muss man differenzieren. Und gerade auch bei den Migranten, die hier arbeiten und die fleißig sind, gibt es eine extrem große Skepsis gegenüber weiterer Armutszuwanderung und gibt es eine extrem große Ablehnung gegenüber Leuten, die hierher kommen und nur herausnehmen und nichts beitragen. Sonst wäre es ja nicht so, dass wir in vielen Zuwanderergruppen auch große Unterstützung erfahren. Gehen wir vielleicht zu einem weiteren Thema, das der FPÖ immer sehr zentral ist, das Thema Islam. Wenn man ihre Plakate anschaut in Wien, da sieht man den Halbmond und das Gegenpol, den Stephansdom. Man sieht einen Terroristen, wenn ich das richtig interpretiere, mit einem Gewehr in der Hand. Ist das nicht eine Form von Hetze gegen die zweitgrößte Religionsgemeinschaft in dieser Stadt, wenn Sie Muslime mit Terroristen auf einer Bildebene gleichsetzen? Nein, niemand setzt Muslime grundsätzlich mit Terroristen gleich. Warum ist denn ein Terrorist auf dem Plakat? Wenn Sie das Plakat richtig gelesen haben, dann steht radikaler Islam. Ja, winzig klein. Steht so klein, dass man es, wenn man vorbeifährt, also, mit Sicherheit nicht lesen kann. Islam steht riesig, das habe ich gelesen. Radikal war wahrscheinlich ein 8-Punkt-Schrift. Ich konnte es gut lesen und ich höre es auch zum ersten Mal, aber sprechen wir darüber gerne. Und dagegen aufzustehen und zu sagen, wir wollen nicht, dass wir hier islamisiert werden, dass es noch mehr Zuwanderung gibt, dass man, wenn man in Favoriten unterwegs ist, noch mehr Kopftücher sieht, das ist keine Hetze, das ist ein bestehender. Warum Sie auf Ihren Plakaten sagen, dieses Gegenpol, da ist der schöne Stephansdom, da ist der böse Halbmond und ein Terrorist und da steht Islam. Das ist ein Wahlkampf gegen die zweitgrößte Religionsgemeinschaft in Wien. Das ist es in keinster Weise. Es ist kein Wahlkampf gegen eine Religionsgemeinschaft. Es ist ein Wahlkampf gegen radikale Tendenzen, ein Wahlkampf gegen Parallelgesellschaften, ein Wahlkampf gegen Zustände, die die SPÖ-Gewerkschafterin Susanne Wiesinger vor 3 Jahren in ihrem Buch festgemacht hat, die als Lehrerin davon geschrieben hat, dass es an Wiens Schulen Scharia-Polizei gibt, dass Mädchen nicht mehr anziehen können, was sie wollen, dass kleine Mädchen Kopftuch tragen müssen, was es ja auch in Wien in den Kindergärten sogar vielfach gegeben hat, bevor wir es auf Bundesebene verhindert haben. Das ist ein Wahlkampf gegen genau diese Tendenzen und das ist gut so, weil das Fehlentwicklungen sind, die man ansprechen muss. Dann sage ich vielen Dank für Ihren Besuch bei uns in der Redaktion und danke für das Gespräch. Danke auch.
Eine geballte Ladung Stadtpolitik war das. Die Interviews, die Sie gesehen haben, haben wir ein bisschen gekürzt. Sie sind ungekürzt im Falter-Podcast zu hören. Wir haben hier die Innenpolitik-Expertinnen und Experten des Falter zusätzlich zu uns interviewen hier geladen. Barbara Dott, hallo, und Florian Klenk, den Chefredakteur, hallo. Wir haben die im Gemeinderat vertretenen Parteien hier Vertreter eingeladen. Wir haben nicht die Liste Strache eingeladen. Der Falter vertritt seit dem Ibiza-Video die Position, Strache soll in der Öffentlichkeit, im öffentlichen politischen Leben keine Rolle mehr spielen. Er hat aber trotzdem nach wie vor Zuspruch. Diese Haltung, die wir auch eingenommen haben, weil wir Strache nicht eingeladen haben, ist das ein Schritt, eine Haltung gegen jene Leute, die jetzt immer noch zur Strache halten, Florian Klenk? Nein, ich glaube nicht. Wir haben einfach die Parteien eingeladen, die in den Wiener Gemeinderat gewählt wurden und die jetzt wieder rittern. Und Strache ist nicht in den Wiener Gemeinderat gewählt worden, sondern er hat sich abgespalten und hat eine eigene Bewegung gegründet, die jetzt sozusagen neu einzieht. Und wir haben auch andere kleine Parteien nicht eingeladen, die vielleicht sogar eine kleine Hoffnung hätten, hineinzukommen oder in den Bezirken vielleicht sogar Bezirksrätinnen und Bezirksräte zu stellen. Und tatsächlich halten wir Strache für einen korrupten Politiker, der hier nicht sozusagen ein Podium bekommen soll, das er eigentlich sich nicht durch die letzte Wahl erarbeitet hat. Barbara Dott, wie wichtig ist der Wiener Wahlkampf für die Dynamik der innenpolitischen Situation in Österreich? Also es ist vor allem für die SPÖ entscheidend, weil die SPÖ als Oppositionspartei im Bund massiv geschwächt ist, de facto kaum präsent. Und Wien ist für die SPÖ einfach einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste, die wichtigste Plattform. Das heißt, man wird sicher genau hinschauen, wie Ludwig abschneidet, und wird auch Schlüsse für den Bund daraus ziehen. Wir haben einen sehr selbstbewussten Bürgermeister hier gesehen, dem Platz, wo jetzt der Florian Klenk sitzt. Die SPÖ macht aber ein bisschen einen Retro-Wahlkampf. Wenn man sich die Plakate ansieht, die hätten irgendwie in den 60er Jahren oder so wahrscheinlich auch nicht viel anders ausgeschaut. Warum das? Ist das eine bewusste Entscheidung? Passt das politisch, Florian Klenk? Es ist schwer einzuschätzen, ob das passiert oder ob das eine bewusste Entscheidung ist. Es gibt ja immer auch in der Arbeiterkammer oder in der SPÖ diese eine Inszenierung des Politikers mit der ausgestreckten Hand vor den Plänen. Also es hat schon wirklich so etwas Realsozialistisches. Und tatsächlich besinnt sich ja Wien auf seine sozialistischen Wurzeln in der Wohnungspolitik, in der Gesundheitspolitik. Der Staat tritt sozusagen wieder stark in Erscheinung. Die Leute kommen darauf, dass die privaten Dinge nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Das ist die Message, die transportiert werden sollen, die aber hinter der Fassade nicht ganz so stimmt. Wer die Wiener Mittelschulen besucht hat. Wir haben jetzt eine große Geschichte im Falter. Wir sehen, dass das eben nicht so funktioniert. Also insofern ist das auch eine Inszenierung. Aber die spannende Frage wird sein, ob es der Bürgermeister schafft, das, was sogar der grüne Christoph Korher schon andeutet, ob er vielleicht eine absolute Mandatsmehrheit schafft. Und wenn man da hinter den Kulissen mit den anderen Parteien spricht, ist das etwas, was sie nicht mehr ganz ausschließen, dass das passieren kann unter gewissen wahlarithmetischen. Also so optimistisch sind die SPÖ-Politiker mit der größten Zuversicht eigentlich nicht. Natürlich nicht, sonst würden sie ja ihre Wähler demobilisieren. Aber wenn man mit ihnen spricht, wenn man mit Beratern der SPÖ spricht, mit dem Josef Kalliner zum Beispiel, aber auch mit dem Christoph Korher, nicht ganz unwichtige Leute, die schauen da schon in die Bezirksergebnisse und sagen, das könnte nach dem Wiener Wahlrecht, das ja sehr mehrheitsfeindlich ist, durchaus der Fall sein. Die grüne Vizebürgermeisterin Hebein war stark, hat eine starke Message, ist natürlich auch durch die Frage Humanität in der Politik, muss sich Wien stärker positionieren und mit Flüchtlingen aufzunehmen, ist sie stark in den medial und mit ihrer Botschaft da. Aber Nina Horacek, leiden die Grünen nicht in Wirklichkeit an der Macht? Immer dieser Widerspruch, was man haben will, was man fordert, und dann, wenn man in mächtigen Positionen ist, sowohl in Wien als auch im Land, ist es schwierig. Ist das ein Wahlkampf, der ein bisschen ein Ausdruck des Leidens der Grünen an der Macht ist? Die Grünen in Wien haben sich sicher nicht als Wahlkampfunterstützung gewünscht, dass die Bundespartei mit Sebastian Kurz, der jetzt eigentlich lange ein Feindbild war für Grünen-Wähler oder noch ist, in eine Koalition geht und dass jetzt die Bundesparteifreunde erklären müssen, dass man nur Container nach Griechenland schickt, aber keine Flüchtlinge aufnimmt und dass man Bauchweh hat, aber man muss halt in der Koalition bleiben. Also das ist schon
eine Bürde für die Wiener Grünen. Sie versuchen sich auch davon möglichst zu distanzieren, sagen, wir in Wien wollen eh aufnehmen, wir sind die Alternative zu diesen Türkisen. Und sie hat ja auch sehr klar die Wiener ÖVP angegriffen und gesagt, dafür steht Wien gar nicht. Sie versuchen halt Wien als Gegenmodell darzustellen. Ein großer Unterschied zu früheren Wahlkämpfen, Barbara Roth, ist, die FPÖ spielt eigentlich nicht mehr wirklich im Rittern um Wien eine große Rolle. Inwiefern ist das möglicherweise ein Weg zur Befreiung von dieser Gefahr, rechtsradikalen Gefahr in Wien, der über die unmittelbaren Nachwehen des Ibiza-Videos hinausgehen. Ist möglicherweise Wien da im Begriff, sich zu befreien, wegzugehen von dieser dauernden Sorge und Angst, jetzt die FPÖ erobert das Rathaus und erobert das Land und macht irgendwie Orbán-Land draus? Ich glaube, es ist nicht ganz so einfach. Natürlich fehlt der SPÖ jetzt die FPÖ so als Schreckgespenst. Das war ja immer das Duell um Wien, das noch jeder Bürgermeister ausrufen konnte, mit Strache als seinem Herausforderer. Das fällt jetzt weg. Aber wir erleben einen Wahlkampf, wo eigentlich drei Parteien die Wähler rechts und ganz rechts der Mitte ansprechen, nämlich neben der FPÖ und dem Team Strache ja auch die ÖVP. Also Gernot Blümel hat die ÖVP in Wien ganz deutlich nach rechts, weit rechts gerückt. Er macht mit Slogans und mit Ansagen, startet er in die Wahl, die man sonst nur von der FPÖ kennen würde, beispielsweise dieses ohne Deutsch quasi keinen Platz im Gemeindebau. Ja. Also das lässt mich jetzt nicht so optimistisch in die Zukunft blicken, wenn man sieht, dass eben dieses Wählerpotenzial jetzt von eigentlich drei Parteien bedient wird. Und mal schauen, wer am Wahlabend dann alle drinnen sitzt. Aber laut Umfragen ist es möglich, dass ja auch der Strache es, also die Strache-Partei es schaffen wird. Und ich glaube, ein Ende ist da noch nicht abzusehen. Ich hoffe, dass Ihnen diese Runde und auch die Beurteilung nachher etwas gebracht hat. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zur nächsten Folge.